Guten Abend und herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, zu einem politisch sehr aktuellen, brandheißen und durchaus auch dramatischen Thema. Willkommen in Deutschland, Zukunft der Einwanderungsgesellschaft. Ich versuche mal, der Versuchung zu widerstehen, das für jetzt ein Co-Referat zu halten. Ich soll Sie ja nur begrüßen, obwohl es nicht so ganz einfach fällt, weil das schon eines der Themen ist, die mich seit vielen Jahren umtreiben. Ich hatte mal das Vergnügen, in der damaligen Zuwanderungskommission unter Leitung von Frau Professor Süßmuth mitzuarbeiten, die ein Konzept für eine zeitgemäße, weltoffene Einwanderungspolitik der Bundesrepublik entwickeln sollte. Und im Grunde war die Debattenlage nicht so verschieden von der heute. Es gab Anfang der 90er Jahre, viele von Ihnen werden sich daran erinnern, schon mal eine sehr große Flüchtlings- und Zuwanderungswelle in die Bundesrepublik als Folge des Balkankrieges. Und daraus rührten eine ganze Reihe von Veränderungsimpulsen, die deutlich machten, dass die Bundesrepublik sich ehrlich machen muss, dass sie sich mit der Tatsache offen konfrontieren muss und darauf eine Antwort finden muss, dass wir ein Einwanderungsland sind. Eine Tatsache, die ja jahrzehntelang wie in einer Lebenslüge offiziell verdrängt und verleugnet worden ist. Ich war mit der Rede von den Gastarbeitern, was ja unterstellt, die sind nur vorübergehend hier, die gehen wieder zurück. Die sind nur Arbeitskräfte. Es sind nicht Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und diese Art von Perzeption hat natürlich auch die Politik gegenüber Migranten geprägt, so wie sie vielleicht auch unter Migrantinnen und Migranten ihre Selbstwahrnehmung und ihr Verhältnis zur Bundesrepublik geprägt hat. Es war, sagen, nicht die Einladung, sich in diesem Land zu beheimaten und zu Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes zu werden und, ich sage es mal noch etwas spitzer, Deutsche zu werden. Deutsche zu werden eben nicht in einem ethnisch oder kulturell definierten Sinn, sondern in dem Sinne, dass man ein gleichberechtigtes, ein vollwertiges Mitglied einer politischen Gemeinschaft wird. Es hat sich einiges getan seither. Wir haben unser Staatsbürgerschaftsrecht verändert, weg vom Herkunftsrecht, dem Jus Sanguinis, also in der Staatsbürgerschaft durch Abstammung definiert war, hin in Richtung Geburtsrecht. Noch halbherzig mit der doppelten Staatsbürgerschaft, aber immerhin mit der Perspektive, dass diejenigen, die hier geboren sind, damit auch ein Recht erwerben, deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu werden. Aber das ist nur eine Teilantwort auf die komplexe Herausforderung, die mit Zuwanderung verbunden ist. Die Dimensionen sind gewaltig. Auch darüber sollten wir uns und anderen keine Illusion machen. Wir hatten im letzten Jahr eine Nettozuwanderung in der Bundesrepublik von rund 450.000. Und netto bedeutet in diesem Zusammenhang die Differenz zwischen Zuzügen und Abwanderung. Die absolute Zahl derjenigen, die neu in die Bundesrepublik gekommen sind, sei es als Arbeitsmigranten oder als Flüchtlinge, war weit über 1 Million. Etwa 1,2 Millionen 2013. Und in diesem Jahr wird sich diese Zahl vermutlich in Richtung 1,5 Millionen entwickeln. Das ist eine enorme Herausforderung.
Und natürlich muss man auch über die Konflikte und Probleme offen reden, wenn man Akzeptanz für Zuwanderung in diesen Ausmaßen schaffen will, die damit verbunden sind. Und diejenigen, die Kommunalpolitik machen, wissen davon, ein Lied zu singen. Wohnung, Kindergärten, Schulen, gesundheitliche Betreuung, Finanzierung des Lebensunterhalts und last not least Integration in den Arbeitsmarkt. Und dabei gibt es auch über ein paar Zielkonflikte zu sprechen, in denen wir uns bewegen, wenn wir über Zuwanderung sprechen, zwischen hochregulierten Arbeitsmärkten und einem möglichst hohen Mindestlohn und der beruflichen Integration von Hunderttausenden, die nicht mit akademischen Abschlüssen in die Bundesrepublik kommen und die es nicht so einfach haben, diese Hürden in den Arbeitsmarkt zu überspringen. Und dass dauerhafte Zuwanderung in die Sozialsysteme weder für die Betroffenen noch für die Mehrheitsgesellschaft eine Antwort sein können, das sollte auch nicht kontrovers sein, sondern kontrovers allenfalls die Frage, wie man das möglichst gut schafft, soziale und berufliche Integration. Weil letztlich der Erfolg einer Einwanderungsgesellschaft ganz entscheidend davon abhängt, dass dieser soziale Fahrstuhl nach oben funktioniert. Ich war mit der ersten Generation, die durch harte Arbeit das schafft, hier Fuß zu fassen, und einer zweiten und dritten Generation, die dann über Bildungsaufstieg es auch schafft, Karriere zu machen. Und da ist unsere Bilanz nicht so dolle. Ich war, wenn man die Schulkarrieren der Migrantinnen und Migranten der zweiten, dritten Generation anguckt, wir haben eine viel zu hohe Zahl von Jugendlichen ohne qualifizierten Schulabschluss und ohne qualifizierten Berufsabschluss. Da gibt es noch sehr viel zu tun, um diese Zuwanderung für beide Seiten zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Aber auch auf der gesetzlichen Ebene gibt es offensichtlich Handlungsbedarf. Ein großer Teil der Flüchtlinge, die zu uns kommen, hat im Asylverfahren gar keine Chance. Ablehnungsquoten von 99%. Das heißt, wir können Armutsmigration in die Bundesrepublik, die vollkommen legitim ist, nicht über das Nadelöhr des Asylrechts bewältigen und auch nur sehr bedingt über die Genfer Flüchtlingskonvention, sondern müssen eine dritte Säule viel stärker ausbauen, auf deutscher und auf europäischer Ebene, eine offensive und proaktive Migrationspolitik, die legale Zuwanderungsmöglichkeiten für Arbeitsmigranten schafft in die Bundesrepublik. Und zwar nicht nur aus Mitmenschlichkeit gegenüber Leuten, die versuchen, aus sozialer Not zu entkommen, sondern aus Eigeninteresse unserer Gesellschaft angesichts unserer demografischen Entwicklung. Es sah ja mal kurze Zeit so aus, ich hoffe, das ist immer noch so, als gäbe es tatsächlich die Bereitschaft, nochmal neu über Zuwanderungspolitik in der Bundesrepublik nachzudenken und dafür auch einen parteiübergreifenden Konsens zu suchen. Das ist nicht ganz unwichtig. Ja, Migrationspolitik sollte möglichst von einem breiten Mehrheitskonsens getragen sein, damit sie die Gesellschaft nicht spaltet. Das ist nämlich hochgefährlich, gespaltene Gesellschaft in diesen Fragen. Das sehen wir inzwischen nicht nur in unseren Nachbarländern, Frankreich und Niederlande und Skandinavien, mit den ganzen fremdenfeindlich-populistischen Parteien, sondern zunehmend auch im eigenen Land. Also wir brauchen diese Debatte dringend, um das Einwanderungsland Deutschland und um die Zukunft unserer Einwanderungspolitik. Wir brauchen sie mit den Migrantinnen und Migranten, aber auch mit der Mehrheitsgesellschaft. Insofern freue ich mich, dass wir heute einen solchen parteiübergreifenden Dialog hier in der Böll-Stiftung haben. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Adenauer-Stiftung für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken, insbesondere
bei Frau Dr. Petra Bahr und Frau Katharina Senge, natürlich auch bei meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen Mekon Meshgena, unser Migrationsreferent und sein Team. Ich wünsche uns einen interessanten Abend mit neuen Erkenntnissen und übergebe jetzt das Wort an unsere Kooperationspartnerin Frau Bahr. Vielen Dank. Genug der Vorrede, könnte man sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wird Zeit für die Debatte. Aber wir leben ja in den Zeiten einer neuen Willkommenskultur und dazu gehören auch solche Gesten. Und deswegen auch von meiner Seite im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung nochmal ein herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung, zu einem Thema, von dem die meisten Deutschen seit mehreren Monaten glauben, dass es das wichtigste Thema ihrer und unserer Zukunft sei. Deutschland hat sich verändert. Ein paar Zahlen herausgegriffen, willkürlich. Eins von drei Kindern unter 3 Jahren kommt aus einer Einwandererfamilie. 2,2 Millionen Arbeitsplätze werden von Unternehmen geschaffen, deren Inhaber und Inhaberinnen ausländische Wurzeln haben. Deutschland hat sich geändert. Deutschland wird sich ändern. Es werden Menschen zu uns kommen in großer Zahl, bei denen wir zeigen müssen, ob wir es mit der Willkommenskultur wirklich ernst nehmen. Denn wie sagt man Willkommen gegenüber schwer traumatisierten Kindern und mehrfach vergewaltigten Frauen und Männern, die ihre Familien im Mittelmeer verloren haben? Wie sagt man Willkommen auf dem Marktplatz, wenn sich Menschen melden, die sagen, wir haben Angst, wir wissen nicht, was mit unserer Nachbarschaft geschieht? Was heißt das für uns alle und unser gesellschaftliches Selbstverständnis? Wer werden wir sein als Deutsche in 10, 15, 20 Jahren? Und was heißt diese Willkommenskultur für faire Lebenschancen für alle? Das sind Fragen, die uns in der Adenauer Stiftung nicht erst seit gestern beschäftigen, denn gerade unsere Auslandsbüros, die in den Herkunftsländern derer sind, die uns zu uns kommen, können berichten über das, was in Afrika und in anderen Teilen dieser Welt passiert. Auch in den innenpolitischen Debatten beschäftigt uns diese Frage durchaus schon lange. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir wieder einmal, muss man ja sagen, eine Kooperation eingehen können, um über die politischen Lager hinweg nach Antworten zu suchen, über die Frage, wie aus Rechtsanspruch und Barmherzigkeitsgestus konkrete politische Lösungen zu finden sind für uns alle und für die, die bald Teil von uns sein werden. Ich wünsche uns eine gute Diskussion. Vielen Dank. Ja, recht herzlich Dank an Ralf Füchs und Frau Dr. Petra Bahr. Herzlich willkommen allerseits. Mein Name ist Ali Hassan und ich habe das Vergnügen, die heutige Veranstaltung moderieren zu dürfen. Willkommen in Deutschland, die Zukunft der Einwanderungsgesellschaft. In der Tat, Herr Füchs, ein sehr spannendes, zeitgemäßes Thema. Dramatisch ebenso, auch wenn wir nicht über die türkischen Wahlen heute sprechen. Aber nichtsdestotrotz ein wichtiges Thema, dem wir uns heute annehmen möchten. Und wenn ich in die Runde schaue, die Resonanz auf diese Thematik heute zeigt, wie wichtig dieses Thema ist, das wir heute aufgreifen möchten. Wir haben das Bundespräsidialamt hier heute, wir haben das Bundeskanzleramt, mehrere MdBs, das allein zeigt schon, wie wichtig wir dieses Thema nehmen. Und ich möchte an dieser Stelle auch recht herzlich, das wurde mir gesagt, die Zuschauer begrüßen, die uns per Livestream, Mekonnen, wenn ich richtig informiert bin, per Livestream auf der Heinrich-Böll-Webseite zugeschaltet sind. Auch die sollen an dieser Stelle natürlich recht herzlich begrüßt werden. Ich sehe ein paar es sind nicht viele, aber ich sehe noch ein paar freie Plätze. Hier vorne zum Beispiel noch 2, hier auch noch, wenn ich recht informiert bin. Also für diejenigen, die hinten noch keinen Platz gefunden haben und ein bisschen verloren herumstehen, einfach trauen, hier sind noch ein paar Plätze, kommen Sie einfach näher. Also, wir werden gleich eine ganz, ganz spannende Diskussion führen, natürlich mit der Geschäftsführerin, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und natürlich dem Generalsekretär der CDU. Darauf freue ich mich sehr. Aber bevor es soweit ist, wird es 2 Impulsvorträge
geben und deswegen um die Zeit später noch weiter zu strecken und die Diskussion auch, an der ich Sie auch mit beteiligen möchte, jetzt sofort starten zu lassen, freue ich mich jetzt erstmal den ersten Impulsredner zu begrüßen. Es ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik Herr Dr. Steffen Angenent, der uns über die neuesten Trends und Wirkungen von Migration in Deutschland, Europa, aber auch auf globaler Ebene berichten wird. Dr. Angenent, Sie haben das Wort. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. 15 Minuten, um das Migrationsgeschehen in Deutschland, Europa und global zu beschreiben, ist ein bisschen wenig, aber ich werde es trotzdem versuchen, in ein paar Stichworten abzuhandeln. Was ich machen will, ist das hier. Ich will am Anfang, das kommt ein bisschen theoretisch oder ein bisschen akademisch daher, aber ich finde es wichtig, noch mal kurz was sagen zu den Typen von Wanderungen, über die wir eigentlich sprechen. Weil ich glaube, eine Besonderheit dieser Debatte über Migration und über Flucht ist, dass wir gut aneinander vorbeireden, weil alle unterschiedliche Begriffe benutzen und eigentlich eine Verständigung damit immer schon ausgesprochen schwierig ist. Deshalb am Anfang ganz kurz was zu den Wanderungstypen, will dann was sagen zu den globalen Wanderungstrends und dann auf ein Thema eingehen, was mir sehr am Herzen liegt und was, glaube ich, in Zukunft auch die Migrationsdebatte sehr stark mitbestimmen wird. Das ist die Frage, wie wirkt eigentlich Migration auf die Herkunftsländer? Das ist ein Aspekt, den wir in der Migrationspolitik künftig nicht mehr ignorieren können, noch weniger ignorieren können als bisher. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Wenn wir, das ist sozusagen meine Botschaft, ich komme nämlich gerade vom Kirchentag, beziehungsweise am Wochenende war Kirchentag, da hat man ja immer Botschaften, sozusagen meine Botschaft ist, wir werden nur dann eine gute Migrationspolitik machen können, wenn wir eben diese Wirkungen mit bedenken und wenn wir sozusagen Migration nicht nur aus der Eigenschau heraus betreiben, sondern mit Blick darauf, was wir eigentlich damit verursachen in den Herkunftsländern, welche Wirkungen das hat. Deshalb dieser Fokus auf Entwicklungswirkung und dann ein Fazit. Ich hoffe, dass ich das in den 15 Minuten schaffe, sonst müsst ihr mir ein Signal geben. Ich versuche es mal. Also, worüber reden wir eigentlich? Wenn man das jetzt mal akademisch macht und versucht, eine Typologie zu machen, macht man ja gerne in den Sozialwissenschaften, kann man zum einen unterscheiden zwischen Migranten und Flüchtlingen. Also die Zuschreibung ist, Migranten wandern freiwillig und Flüchtlinge unfreiwillig, die sind gezwungen dazu. Und dann gibt es noch eine zweite Dimension, nämlich ob die Wanderungen geregelt oder ungeregelt sind. Und wenn man das mal zusammenfasst, hat man so eine Vierer-Typologie mit vier Idealfällen, die man dann einzelnen Wanderungen zuordnen kann. Also im Feld A zum Beispiel freiwillige, geregelte Migration wäre zum Beispiel Migration im Rahmen von Anwerbeprogrammen, aber auch eine Förderung von freiwilliger Rückkehr, also alles, was freiwillig und geregelt ist, und in den anderen Feldern eben entsprechend. Wenn man nach den Entwicklungswirkungen fragt, kann man nun feststellen, dass diese vier Felder sehr unterschiedliche Entwicklungswirkungen haben, dass die manchmal besser sind und manchmal schlechter sind. Und auf den Punkt gebracht kann man, glaube ich, sagen, dass die Entwicklungswirkungen dann am besten sind, und zwar für alle Beteiligten, wenn die Wanderungen freiwillig und geregelt sind. Und am schlechtesten sind sie, wenn sie unfreiwillig und ungeregelt sind. Das, glaube ich, leuchtet ein. Das ist natürlich eine Typologie, das ist sozusagen ein Idealbild. In der Praxis sind es Verläufe, also zwischen freiwillig und unfreiwillig gibt es ein breites Spektrum. Ich komme da gleich noch drauf, welche Probleme das macht. Und zwischen geregelt und ungeregelt gibt es auch Abstufungen. Also so einfach ist die Realität natürlich nicht, aber manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich solche Vereinfachungen vor Augen hält, weil man damit dann besser argumentieren kann. Ich muss eins machen vorab noch mit den Begriffen. Ich will noch mal sagen, was eigentlich ein Flüchtling ist, weil das sicherlich für einige nun wirklich nichts Neues ist, aber in der Debatte muss man immer wieder darauf hinweisen, weil da doch wirklich viel durcheinander geht. Und ein Flüchtling, eine Flüchtlingseigenschaft haben wir definiert in der Genfer Flüchtlingskonvention. Wir haben also internationale Definitionen dafür, was ein Flüchtling ausmacht.
Und die stehen eben in der Genfer Flüchtlingskonvention. Und es sind 3 oder 4 Eigenschaften, wie zum Beispiel die Flucht, die Furcht vor Verfolgung muss begründet sein. Es muss also ein Asylverfahren geben, in dem das nachgewiesen wird. Es muss eine Verfolgung stattfinden. Die Gründe sind in der Genfer Konvention aufgeführt. Und die Person muss sich außerhalb des Landes befinden, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. Das und nur das sind Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention. Jetzt kann man sagen, da fehlen einige, sagen wir mal, Tatbestände, wie zum Beispiel allgemeine Gewalt. Und da muss man sagen, die Genfer Konvention ist sozusagen in der Anwendung fortentwickelt worden. Zum Beispiel in Europa haben wir eben auch die Anerkennung für Flucht aus Gewalt, aus allgemeiner Gewalt und so weiter. Aber das sind Flüchtlinge, das wissen wir, was ein Flüchtling ist. Und diejenigen, die nicht Flüchtlinge sind, sind zwangsläufig Migranten. Und das ist sehr wichtig für die politische Praxis. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen wird immer schwieriger. Das liegt daran, dass Migranten eben auch nicht immer freiwillig ihre Heimat verlassen, sondern oft dazu gezwungen sind, aus wirtschaftlicher Not. Und Flüchtlinge sind eben im engeren Sinn oft nicht politisch verfolgt, sondern fliehen vor allgemeiner Gewalt. Das, wie gesagt, wird zunehmend aufgenommen als Fluchtgrund, als Asylanerkennungsgrund. Was ein Problem ist, ist, dass beide Gruppen, Migranten und Flüchtlinge, und das betrifft die EU in ganz besonderer Weise, eben ähnliche Netzwerke, ähnliche Strukturen zur Hilfe nehmen, um in die EU zu kommen, weil letztlich für beide Gruppen keine ausreichenden legalen Zuwanderungsmöglichkeiten bestehen. Für Migranten muss ich das in Klammern sagen, weil da gibt es inzwischen einige, die sind aber vielleicht nicht bekannt genug, werden auf jeden Fall nicht genutzt. Das Resultat ist das, was wir abends in den Medien sehen, nämlich die Flüchtlingsboote, in denen eben sowohl Flüchtlinge als auch Migranten sitzen. Schwierig zu entscheiden, wer was ist, aber dafür gibt es eben die Asylverfahren. Und daran werden wir uns auch in Zukunft halten müssen. Soweit zu den Begriffen. Ich hoffe, das war nicht allzu theoretisch. Ich will mal was sagen zu den Trends, zu meinem zweiten Punkt. Wir haben, wenn man die Schätzungen, es sind nur Schätzungen, es sind keine wirklich belastbaren Statistiken, sondern das sind Angaben, die von den internationalen Organisationen gemacht worden sind. Für 1965 wurden ungefähr 75 Millionen Migranten weltweit geschätzt. Das sind eben Menschen, so ist es definiert, die länger als ein Jahr außerhalb ihres Heimatlandes sind. 75 Millionen, 1965, 2013 waren es 247 Millionen, eine ziemliche Steigerung. Aber der Anteil ist über die fast 50 Jahre gleich geblieben, etwa 2,5 oder 3%. Jetzt gibt es Prognosen, wie sich die Zahl entwickeln würde von den Vereinten Nationen. 2050 400 oder 500 Millionen. Ist das viel, ist das wenig? Ich weiß es nicht, wird wahrscheinlich keiner sagen können, sondern das hängt davon ab, wie damit politisch umgegangen wird und wie die Rahmenbedingungen sind. So, das sind die ganz groben Zahlen. Wenn man sich anguckt, von wo nach wo gehen die Menschen eigentlich, stellt man auch was Interessantes fest, nämlich dass die Süd-Süd-Wanderung, also die zwischen Entwicklungsländern, zwischen ärmeren Ländern, inzwischen eigentlich mehr ausmachen prozentual als das, was wir immer im Kopf haben, wenn wir über Migration sprechen, nämlich die aus den Entwicklungsländern in die Industriestaaten. Das ist wichtig, weil viele Entwicklungsländer eben keine Strukturen haben, keine Rechtsrahmen, keine Institutionen haben, um mit dieser steigenden Zuwanderung umzugehen. Das gilt nicht für alle, aber für viele. Und das kann, wenn die Wanderungszahlen steigen, durchaus Probleme in den Ländern geben. Vor allem Probleme hinsichtlich des Menschenrechtsschutzes oder des Schutzes der Rechte der Migrantinnen und Migranten. Ich will noch einen dritten Punkt machen, nämlich das hier. Das sind nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars die Zahl der Flüchtlinge, für die die Organisation zuständig ist, und die Zahl der Binnenvertriebenen,
also die innerhalb ihres Landes vertrieben sind, für die dass die Organisation Mandat hat. Und man sieht, da hat es irgendwann mal in den 2000ern eine Wende gegeben. Inzwischen ist die Zahl der Binnenvertriebenen unter dem Mandat des Flüchtlingskommissars höher als die Zahl der Flüchtlinge. Und die Tendenz geht weiter so. Und das ist deshalb schwierig, weil der Schutz von Binnenvertriebenen, die eben nicht unter die Genfer Konvention fallen, noch schwerer ist als die von Flüchtlingen, die sich außerhalb des Landes befinden. Der Grund ist klar, man hat kaum Zugang zu den Kriegsgebieten. Und wenn da Menschenrechtsverletzungen stattfinden, wer soll da irgendwas tun? Außerordentlich schwierig. Und das ist eigentlich eine richtige Schutzlücke, die da entsteht. Je mehr Binnenvertriebene, umso größer die Risiken für die Menschen. Wenn ich das jetzt mal zusammenfassen will, die Trends des globalen Wanderungsgeschehens, was immer wichtiger wird, sind befristete Wanderungen auf Kosten von definitiver Ein- und Auswanderung. Die Wanderungen werden vielfältiger, gemischte Wanderungen nehmen zu, da hatte ich schon darauf hingewiesen. Was auch zunimmt, ist eben die Zahl der Binnenvertriebenen und die Zahl der Binnenmigranten. Also China zum Beispiel ist ein Beispiel, was man immer wieder vor Augen hat, mit mindestens 200, wahrscheinlich eher 300 Millionen Binnenmigranten, die eben auch schlechten rechtlichen Schutz, schlechte Lebensbedingungen haben. Das ist eine Tendenz, die wir die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte weiter sehen werden. Es werden immer mehr Menschen in die Städte wandern. Die Städte wachsen immens an und oft sind es dann eben nicht Städte in unserem Sinn, sondern Agglomerationen, es sind Slumgebiete und mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Was man auch beobachten kann, sind ambivalente Trends in der Migrationspolitik. Wir haben Länder, die öffnen sich, Deutschland gehört dazu, auch wenn das noch nicht alle mitbekommen haben. Deutschland öffnet sich, andere schließen sich. Manchmal findet das zur gleichen Zeit statt für unterschiedliche Migrantengruppen. Da wird für Flüchtlinge geschlossen, für Migranten geöffnet. Und das folgt aufeinander. Also es wird für jemanden, der sich mit Migrationspolitik beschäftigt, immer schwieriger, klare Trends und klare Tendenzen aufzuzeigen. Das ist einfach sehr unübersichtlich, das Ganze, wenn man Politiktrends analysieren will. Was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass es immer noch eine Schwäche von internationalen Regelungen gibt in dem Bereich. Soweit die Trends zu Deutschland. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Geht noch? Sie müssen sich melden, dann beschleunige ich etwas. Das ist die deutsche Wanderungsgeschichte seit Mitte der 50er Jahre. Die roten Linien, die rote Linie sind die Zuwanderung, die blaue sind die Abwanderung. Und die Balken sind eben die Salden, also Zuwanderung minus Abwanderung. Und Sie sehen sehr deutlich, dass mindestens in 5 Phasen der deutschen Nachkriegsgeschichte wir negative Wanderungssalden haben. In den Jahren sind mehr Menschen abgewandert aus Deutschland als zugewandert. Und was interessant ist, ist, dass diese Phasen eigentlich immer einhergingen mit wirtschaftlichen Rezessionen. Und das zeigt jetzt entgegen aller Diskussionen über Fluchtbewegung und Flüchtlingszuwanderung, dass die stärkste Kraft für Migration, der stärkste Treiber oder die stärkste formende Kraft immer noch wirtschaftliche Entwicklungen sind. Migranten reagieren extrem stark auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Sind die gut, kommen sie. Sind sie schlecht, gehen sie. Es sei denn, im Herkunftsland ist es noch schlechter. Aber das muss man sich immer wieder klar machen, weil sonst steht man immer, man hat immer das Gefühl, man steht vor einer nicht erklärbaren von einem Zuwanderungsgeschehen, aber das folgt eben durchaus Logiken. Und die wirtschaftliche Logik ist eine sehr starke da drin. Das hier sind die Asylanträge seit 1970, Erstanträge. Man sieht deutlich 1992 diesen starken Anstieg. Wir hatten 1992 438.000 Asylbewerber. Das war bis jetzt das historische Hoch. Dann gab es die Einschränkungen des Artikel 16 Grundgesetz, wonach jeder, der in Deutschland nach Deutschland um Asyl suchte, das auch konnte. Das ist eingeschränkt worden, deshalb dieser starke Knick.
Und was wir jetzt haben und was eben durch die Medien geht, ist diese blaue Linie, das ist die Prognose für 2015. Möglicherweise, wir wissen es noch nicht genau, aber möglicherweise erreichen wir in diesem Jahr, also 2015, die Höchstzahl, die wir 1992 auch hatten. Wenn man sich jetzt das Bild nochmal sozusagen etwas breiter fasst und guckt, aus welchen Gründen kommen eigentlich Menschen nach Deutschland, das bezieht sich jetzt nicht auf EU-Bürger, sondern Menschen aus Drittstaaten, stellt man fest, na, sehr viele kommen aus Gründen des Studiums, des Spracherwerbs, sonstiger Ausbildung. Es gibt familiäre Gründe, Familiennachzug, die relativ stark sind. Wir haben humanitäre Zuwanderung von Flüchtlingen, ich würde mal schätzen 38-39% zurzeit. Was wir sehr wenig haben, und das finde ich immer ganz frappierend, ist eben Menschen, die ausdrücklich aus Gründen der Erwerbstätigkeit zu uns kommen. Das waren 2013 nur etwa 9% der Zuwanderer. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen nicht arbeiten oder nicht arbeiten wollen, sondern das bezieht sich auf den Einreisezweck. Und 9% von irgendwas ist eigentlich nicht besonders viel, würde ich sagen. Vor allem nicht viel, wenn man sich vorstellt, dass wir in den letzten Jahren das Aufenthaltsgesetz mit den Möglichkeiten der legalen Zuwanderung zu Arbeitszwecken stark reformiert haben und die Gründe eben ausgeweitet haben. Dann sind die 9%, die hier gezählt worden sind, relativ wenig. Und das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Warum sind es eigentlich so wenige? Und wenn wir mehr Zuwanderung, geregelte Zuwanderung haben wollen, was können wir eigentlich tun, um diesen Anteil zu erhöhen? Müsste mal 3 Minuten noch? Okay, 3 Minuten reichen, um die Entwicklungswirkung jedenfalls im Schnelldurchgang zu machen. Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Wir hatten 2006 in New York die erste UN-Vollversammlung zu Migrationsfragen. 2006 in der Generalversammlung. Und damals war eigentlich Tenor der Entwicklungsländer, dass Migration was Schlechtes ist. Ja, da wurde beklagt, dass die Industriestaaten den Entwicklungsländern die Arbeitskräfte wegnehmen, dass es Braindrain gibt. Das wurde als Neokolonialismus und Ähnliches bezeichnet. Und die Ablehnung war eigentlich unisono. Wir hatten 2013 den zweiten UN-Gipfel zu Migration. Und da konnte ich selbst dran teilnehmen, weil ich damals zu der Delegation gehörte. Und da war eben ein ganz anderes Bild auf einmal zu sehen. Da waren nämlich die gleichen Entwicklungsländer, die 7 Jahre zuvor sich gegen Migration ausgesprochen hatten, auf einmal der Meinung, dass die Industriestaaten mehr legale Zuwanderungsmöglichkeiten schaffen sollten und beklagten eben die Zurückhaltung der Industriestaaten. Das ist nur eine kleine Geschichte, aber das zeigt, dass sich was grundsätzlich verändert hat. Und ich glaube eben, dass das nicht durch Zufall ist, sondern was mit einer veränderten Bewertung von der Entwicklungswirkung zu tun hat. Und das hier, was ich Ihnen hier zeige, ist eigentlich wahrscheinlich mit der stärkste Auslöser dafür gewesen. Das sind die Entwicklungen der Geldtransfers von Migranten in Entwicklungsländer seit 1990. Und Sie sehen diese blaue Linie, die Remittances, das sind die Geldtransfers von Migranten. Die sind seitdem stetig gestiegen. Die gestrichelte Linie da ganz rechts, das sind die Prognosen für die nächsten Jahre von der Weltbank. Wenn Sie sich jetzt mal die schwarze Linie angucken, das ist die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe. Dann stellt man auf einmal fest, die Geldtransfers der Migranten sind inzwischen wahrscheinlich das Vierfache der gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe der Industriestaaten. Und dann ist nicht erstaunlich, dass sozusagen die Entwicklungspolitiker für das Thema Migration zunehmend Aufmerksamkeit haben, weil das einfach solche Geldbeträge sind, solche Geldmengen sind, die man aus entwicklungspolitischer Sicht einfach nicht ignorieren kann. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, diese rote Linie da oben, das sind die Foreign Direct Investments, die also die
die ausländischen Direktinvestitionen, die sind in der Krise, nämlich so 2006, 2008, stark eingebrochen. Was für die Entwicklungsländer fatal war, weil wenn diese Investitionen fehlen, dauert es sehr lange, bis die wieder aufgebaut sind. Wenn Sie sich dagegen die Remittances angucken, dann sehen Sie, die sind relativ konstant geblieben. Und das bringt Entwicklungsökonomen eben zu der Schlussfolgerung, dass die so ein bisschen als Schockabsorber, als Versicherung gegenüber volatilen Märkten dienen können. Also das ist gleichmäßiger als viele andere Geldflüsse und deshalb wichtig. Das hat eine Kehrseite, diese Geldtransfers. Das sehen Sie auf der rechten Seite. Das sind das ist der Anteil der Geldtransfers am gesamten Volkseinkommen für ausgewählte Länder. Sie sehen Tadschikistan, fast 50% des gesamten Sozialprodukts stammt aus Geldtransfers. Ja, da kommen noch, die Liste ist längst nicht vollständig. Aber das lässt vermuten, dass zum Beispiel die tadschikische Regierung gegenüber Menschenrechtsverletzungen an ihren Migranten, beispielsweise in Russland, dass die dem nicht so allzu viel entgegensetzen kann. Wenn solche Abhängigkeiten bestehen, dann hat das direkte Auswirkungen auf die migrationspolitischen, auf die außenpolitischen Beziehungen und mag negativ sein. Das mache ich noch, wenn ich darf, weil das für die politische Debatte wichtig ist. So, das ist eine Auswertung von Studien, die den Zusammenhang zwischen Reichtum, also gemessen im Pro-Kopf-Einkommen, das ist unten die X-Skala, das ist eine logarithmische Skala, das sind Pro-Kopf-Einkommen standardisiert aufs Jahr 2005, pro Kopf in US-Dollar. Wenn man das in Zusammenhang setzt mit der Auswanderung, stellt man fest, dass ein steigendes Pro-Kopf-Einkommen eben zu mehr Migration führt. Und zwar bis zu einem relativ hohen Scheitelpunkt. Und der liegt ungefähr nach den Makrostudien bei 7.000 bis 8.000 US-Dollar pro Kopf. Das ist pro Jahr. Das ist ein durchaus mittleres Einkommen. Und diese Feststellung ist relativ, sagen wir mal, valide, weil die für verschiedene Jahrzehnte nachgewiesen worden ist und sich empirisch belegen lässt. Was heißt das politisch? Das heißt, wenn sich irgendein Politiker hinstellt und sagt, wir müssen die Entwicklungshilfe erhöhen, um Migration zu reduzieren, ist das schlicht falsch. Weil Entwicklung fördert Migration und zwar bis zu einer relativ großen Höhe. Also ich wäre, aufgrund dieser Befunde wäre ich vorsichtig, wenn ich solche Argumente kenne. Das heißt nicht, dass Entwicklungshilfe nicht dazu beitragen kann und nicht dazu beitragen sollte, Zwangsmigration zu verhindern. Da kann Entwicklungshilfe viel machen, indem sozusagen Konfliktursachen reduziert werden, indem Gesellschaften stabilisiert werden. Das ist wichtig, das muss sein und es gibt wenig andere Möglichkeiten, da auf die Herkunftsländer einzuwirken. Aber auf Migration bezogen stimmt dieser Zusammenhang jedenfalls nicht. So, ich spare mir jetzt das Fazit, weil ich jetzt über der Zeit bin. Aber ich hoffe, das geht auch so. Vielen Dank, Herr Dr. Angenent. Und das Fazit ziehen wir vielleicht gleich gemeinsam hier auf dem Podium. Vielen Dank für das inhaltliche Futter, das Sie uns gegeben haben. Sicherlich viele Ihrer Punkte werden wir später noch in der Diskussion aufnehmen. Jetzt aber der zweite Impulsvortrag und da freue ich mich ganz besonders auf die Geschäftsführerin des Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Herzlich willkommen, Dr. Cornelia Schuh. Danke. So, ich glaube, das schließt jetzt sehr gut an, denn Steffen Angenent hat die globale Perspektive eröffnet und ich zoome jetzt weiter rein nach Deutschland und werde den Blick auch vor allen Dingen auf das richten, was Steffen Angenent in seiner Typologie die freiwillige Migration genannt hat, also das, was den Arbeitsmarkt betrifft. Und jetzt muss ich, glaube ich, hier auch noch was anders machen, damit Sie da ein bisschen schöneres Bild haben.
Vollbildmodus, ne? So, ja. Ich werde in vier Teilen vorgehen. Der erste wird einmal ganz kurz eine Folie rekapitulieren, die Steffen Angenen schon gezeigt hat. Da gehen wir auf den Ist-Stand ein. Also wie sieht es derzeit aus mit Deutschland als Einwanderungsland? Was sagen die Zahlen? Dann gehe ich auf die veränderten Möglichkeiten ein, also Veränderungen in der Zuzugssteuerung, vor allen Dingen mit Blick auf Arbeitsmigration, Möglichkeiten, Erleichterung des Zuzugs, aber eben auch Grenzen der Zuzugssteuerung. Auch das hat Steffen Angenen schon angesprochen. Im dritten Teil gehe ich auf diese der Rate ein, im Bereich der Gesetzgebung. Und im vierten Teil geht es dann noch ein bisschen um Teilhabe, also um die Frage, was passiert eigentlich mit den Menschen, die auf den verschiedenen Wegen zu uns kommen und wie sieht es mit ihrer Partizipation, also der Teilhabeermöglichung aus. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus einer Folie bzw. einen Zoom nochmal, die Steffen Angenen auch gezeigt hat. Und Herr Füchs hat es ganz eingangs direkt gesagt, de facto ist Deutschland wieder ein Einwanderungsland. Im Gegensatz zu früher ist das jetzt auch Teil des politischen Bekenntnisses. Also Deutschland spricht von sich selbst als Einwanderungsland. Wir hören nicht mehr, dass wir kein Einwanderungsland sind. Das hat die Diskussion in den vergangenen Wochen um ein Einwanderungsgesetz ja auch immer mal wieder deutlich gemacht. Hier ist es die grüne Linie, die den Saldo anzeigt, der jetzt eben im 2013 bei 437.000 lag. Nun zu den Regelungen der, im Bereich der Zuzugssteuerung. Wenn Sie die Folie von unten lesen, dann sehen Sie direkt, im Grunde ist ganz klar, dass Zuzugssteuerung nur begrenzt möglich ist. Wir haben die EU-Freizügigkeit, im Rahmen derer eben EU-Bürger innerhalb Europas sich eben zur Arbeitssuche, Arbeitsaufnahme in Europa bewegen können. Wir haben die Fluchtmigration, die sich aus nachvollziehbaren Gründen einer Steuerung entzieht und auch das Thema Familiennachzug, das ist eben europäisch geregelt und das ist so ein Recht. Auch da kann man gar nicht so viel tun. Was aber gemacht werden kann, ist eben auf nationaler Ebene zu steuern und zu schauen, was können wir tun, um Arbeitsmigration eben zu erleichtern, zu ermöglichen, also im Bereich der geregelten Zuzugssteuerung für freiwillige Migranten was zu machen. Und da ist in den letzten Jahren einiges passiert bei der Arbeitsmigration von Drittstaatlern. Gleich an dieser Stelle erwähnen möchte ich nur die zum Beispiel Ausdehnung der Arbeitssuchphase für ausländische Studierende. Die ist auf 18 Monate in den letzten Jahren ausgedehnt worden. Und diese Migranten stellen immerhin 11,3% oder es sind 11,6 bei den Drittstaatlern, wie wir eben gesehen haben. Sie haben ja gesehen, nur 9,3% kommen zum Zweck der Erwerbstätigkeit nach Deutschland, also was diese Aufenthaltstitel betrifft, und immerhin über 11% kommen eben für ein Studium. Insofern ist es sehr konsequent, dass da dann Möglichkeiten geschaffen worden, erweitert worden sind, dass ausländische Studierende im Anschluss an ihr Studium hier auf die Suche nach einer adäquaten Beschäftigung gehen. Und jetzt kommt ein ganz kleiner Werbeblock, der Sachverständigenrat. Der Forschungsbereich wird hierzu morgen auch eine Studie vorlegen und ich hoffe, Sie werden das dann interessiert lesen. Zur Arbeitsmigration jetzt noch ein bisschen im Detail. Wie gesagt, also die Folie davor zeigt noch mal, wie eingeschränkt im Prinzip, muss man sagen, ja auch die Möglichkeiten sind. Also viele Bereiche lassen sich nicht explizit gesetzlich steuern. Man kann Anreize schaffen, aber die Steuerung ist begrenzt. Im Bereich der Arbeitsmigration für Drittstaatler gibt es Möglichkeiten. Und da ist eben in den letzten Jahren viel passiert. Das fing zu Beginn der 2000er Jahre an und hat sich in den letzten Jahren immer weiter
fortgesetzt. Insofern haben wir jetzt sogar schon so eine Art kleines Punktesystem. Also wenn man diese Häkchen, die wir jetzt hier sehen, wenn man die als Bereiche auf einer Checkliste ansehen würde, dann haben wir hier Bereiche, die, wo ein Klick gemacht werden muss, damit ein Mensch nach Deutschland aus dem Drittstaat kommt, also aus einem Nicht-EU-Land. Bei Drittstaatlern mit einer Berufsausbildung ist es ein konkretes Jobangebot, eine in Deutschland anerkannte Berufsausbildung und gegebenenfalls der Nachweis, dass man in einem Mangelberuf tätig ist. Damit sehen Sie, konkretes Jobangebot steht an erster Stelle. Deutschlands Arbeitsmigrationspolitik ist traditionell arbeitsmarktgebunden. Wir haben eine starke Nachfrageorientierung, wenn man es jetzt mit dem kanadischen System vergleicht. Und jetzt mit Blick auf eine Heuristik, wie eben Steffen Angenent ja sagte, manchmal sind so Vereinfachungen ja ganz gut. Deutschland immer stark nachfrageorientiert, arbeitsmarktgebunden, Kanada humankapitalorientiert, wie man so schön sagen kann, also mehr mit Blick auf die Potenziale der Menschen, die kommen, als mit Blick darauf, ob sie schon ein konkretes Jobangebot haben. Da hat sich was getan. Kanada hat sich auf Deutschland zubewegt, könnte man sagen, und Deutschland hat sich auf Kanada zubewegt. Nach wie vor haben wir allerdings schon auch eine Situation, die eben beide nach wie vor an gewissen Polen in diesem Spektrum verorten lässt. Also konkretes Jobangebot ist in Deutschland nach wie vor ein wichtiges Thema. Auch bei denen mit Hochschulabschluss, bei der Blue Card zum Beispiel, die ein europäisches Instrument ist, von der Deutschland mehr als alle anderen europäischen Länder Gebrauch macht, ist eben das konkrete Jobangebot entsprechend der Qualifikation zentral. Auch da auch der anerkannte Abschluss eine weitere Voraussetzung und dann eben ein bestimmtes Mindestgehalt. Da hat die EU als Richtliniensetzer einen Korridor definiert und Deutschland hat sich am unteren Ende dieses Korridors, was das Gehalt betrifft, orientiert. Außerdem ist eben neuerdings auch Einwanderung ohne konkretes Jobangebot möglich und damit hat Deutschland wirklich mit einem Paradigma in der Zuzugssteuerung gebrochen. Früher galt einfach die Regel ohne Jobangebot keine Möglichkeiten des Zuzugs. Das ist nicht mehr so. Mittlerweile gibt es eben in bestimmten Fällen diese Möglichkeit, zur Jobsuche einzureisen. Also bei Menschen mit Hochschulabschluss, wenn sie einen anerkannten Abschluss haben und wenn sie nachweisen können, dass sie 6 Monate selbst für ihre Sicherung aufkommen können, können sie auch so nach Deutschland kommen. Also grundsätzlich kann man sagen, wie die OECD das 2013 ja auch gesagt hat, Deutschland ist im Bereich gerade der hochqualifizierten Zuwanderung ein fortschrittliches Zuwanderungs- oder Einwanderungsland, wie wir ja sagen. Gleichwohl hat auch die Zahl, die Steffen Angenent gezeigt hat, 9,3% Drittstaatler, die zum Zweck der Arbeitstätigkeit herkommen, gezeigt, da gibt es auch noch was zu tun, das alleine reicht nicht. Also gesetzliche Regelungen sind eine zentrale Voraussetzung, aber nicht allein hinreichend. Aus Sicht des Sachverständigenrats gilt es daher, weitere Erleichterungen für qualifizierte Drittstaatler zu prüfen, zu schauen, ist da alles wirklich getan? Aber natürlich auch ganz zentral nochmal den Bereich der Anerkennung anzuschauen. Da haben wir seit 2012 ja das sogenannte Anerkennungsgesetz, was eben einen gesetzlichen Anspruch auf Prüfung der Gleichwertigkeit des Abschlusses der Ausbildung zu deutschen Abschlüssen regelt. Das heißt, jeder Mensch hat das Recht, das innerhalb relativ kurzer Zeit prüfen zu lassen. Aber natürlich gibt es da viele Bedarfe, ich sage mal Teilanerkennungsmöglichkeiten, die es gibt und die es dann zu verknüpfen gilt, also die Anerkennungsthematik mit der Einwanderungspolitik, wenn man da noch ein bisschen weiter kommen will als über die 9,3% hinaus. Und natürlich muss sich zudem Deutschland als Einwanderungsland auch vermarkten, das nach außen vielleicht noch besser darstellen als bisher. Da kann man, glaube ich, auch von anderen Ländern durchaus lernen. Also diesen Wandel, den wir am Anfang schon mal hatten, dass Deutschland mittlerweile eben selbst von sich weiß, es ist ein Einwanderungsland, das dauert einfach auch ein bisschen, bis das nach außen gedrungen ist und das andere auch wissen.
Und da ist noch einiges zu tun. Ein Einwanderungsgesetz, was ja derzeit von mehreren Seiten in die Debatte gebracht wird, kann da ganz sicher eine zentrale Rolle spielen, zumal in dem Bereich, den wir ja auch im Blick haben müssen, dass ja die Gesellschaft innerhalb Deutschlands auch diesen Politikwandel nachvollziehen muss und wir auch intern in Deutschland ein entsprechendes Bewusstsein brauchen. Was ist eigentlich noch zu tun, außer diesen Punkten im Bereich des Staatsbürgerschaftskonzepts? Das hat Herr Füchs kurz angesprochen. Da kann man noch etwas mehr tun, wenn man Partizipation oder Teilhabe wirklich ermöglichen will. Aus Sicht des SVR ist ein zentraler Punkt da, eine wirkliche Einbürgerungsoffensive, also Menschen, die sich hier einbürgern lassen können, gezielt zur Einbürgerung einzuladen. Da haben einzelne Bundesländer auch schon Schritte zu unternommen. Ich nenne mal jetzt zufällig Hamburg und Baden-Württemberg, die mir da so einfallen, die da einiges gemacht haben. Da können andere, glaube ich, folgen. Außerdem wäre die Turbo-Einwanderung für besonders gut integrierte Zuwanderer natürlich noch eine Variante. Und der sogenannte Doppelpass mit Generationenschnitt. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen schneller drüber, damit wir noch zum Ende kommen. Also beziehungsweise ich einmal den Durchlauf mache, bevor Sie dann gespannt in die Podiumsdiskussion gehen. Wichtig ist aber natürlich eben nicht nur die gesetzlichen Möglichkeiten, Rahmenbedingungen zu verändern, damit Leute nach Deutschland kommen können und gelockt werden nach Deutschland, Deutschland attraktiv zu machen. Zentral ist auch, dass sie dann, wenn sie in Deutschland sind, in der Tat gleichberechtigte Möglichkeiten der Teilhabe finden. Und das ist, auch das ist schon eingangs erwähnt worden, noch nach wie vor nicht der Fall. Also das sind jetzt so ein bisschen Snapshots in Richtung Teilhabe. Der Bildungsaufstieg ist nach wie vor für die zweite und dritte Generation nicht so selbstverständlich, wie er sein müsste. Also Menschen mit Migrationshintergrund machen nach wie vor seltener einen qualifizierten Abschluss, sind häufiger ohne Abschluss und so weiter. Das lässt sich über einige Kennzahlen durchdeklinieren, auch im Bereich der Kompetenzen, nicht nur im Bereich der Abschlüsse. Und ein zentraler Grund dafür ist auch die frühe Segregation. Also wenn ich ein Kind mit Migrationshintergrund bin, dann habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, in einer segregierten Schule zur Schule zu gehen, wo eben viele andere entsprechende Kinder sind. Und das ist einfach statistisch korreliert mit häufig schlechteren Bedingungen. Ein weiterer Snapshot jetzt auf das Thema politische Partizipation. Sie wissen wahrscheinlich alle mittlerweile, die Zahlen gehen ja immer wieder durch die Presse. 20% der deutschen Bevölkerung haben jetzt den sogenannten Migrationshintergrund. Und wenn man das jetzt mal als Folie nimmt, dann sehen Sie, wenn wir jetzt aktuell in dieser Legislatur roundabout 5,6% Abgeordnete mit Migrationshintergrund haben, dass da gegenüber den 20% natürlich noch eine gewisse Lücke klafft, auch wenn klar ist, dass man das nicht eins zu eins so übersetzen kann. Hier hat sich etwas entwickelt seit der Legislatur davor, aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wie Sie auch sehen, unterscheiden sich die Parteien hier durchaus. Ein weiterer Blick, interkulturelle Öffnung vorantreiben, da geht es jetzt um die Frage, in was für Jobs arbeiten Migranten denn eigentlich? Und hier ist die rote Linie, ist sozusagen die des Benchmarks, also der Anteil 20% an der Bevölkerung. Und da sehen Sie, die Menschen mit Migrationshintergrund, das ist die dunkelblaue Säule, liegen über diesem 20% Anteil im Bereich der Arbeiter und auch im Bereich der Auszubildeten, wenn Sie links in die Säulen schauen, also bei selbstständigen Beamten und Angestellten, sind Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt, nach wie vor unterrepräsentiert. Ein weiteres Thema, was auch mit Teilhabe zu tun hat, ist die Frage der Sprache. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, sehen Sie da einige Titel Gastarbeiter, hat Herr Füchs auch eingangs erwähnt. Das war natürlich kein Begriff, der dazu eingeladen hat, dass sich die Leute wirklich, die Menschen, die gekommen sind, als Mitbürger willkommen geheißen
gefühlt haben. Andere ausländische Mitbürger ist natürlich auch ein klar abgrenzender Begriff. Mittlerweile haben wir den Begriff Menschen mit Migrationshintergrund. Der ist, wie Sie viele von Ihnen wissen, werden ja auch durchaus in der Debatte umstritten. Klar ist, dass jeder Begriff, den man verwendet, immer auch eine ausgrenzende Seite hat. Es ist quasi nicht möglich, sich begrifflich da völlig neutral zu verhalten. Aber eine Suche nach einer guten Terminologie ist gleichwohl auch zwingend. Und wenn es sich so ein bisschen andeutet, wie es jetzt der Fall zu sein scheint, dass dieses Label mit Migrationshintergrund von Teilen der so Bezeichneten als abwertend empfunden wird, dann ist es vielleicht an der Zeit, auch da wieder weiter zu suchen, ob man das sensibler ausdrücken kann, auch wenn das statistisch nach wie vor ein wichtiger Begriff ist, einfach um auch diese unterschiedlichen Teilhabe-Aspekte transparent zu machen. Ja, letzter Punkt, letzte Folie. Das Plädoyer des SVR, Integrationsprozesse sind Generationsprozesse. Deutschland ist auf dem Weg zu einem Einwanderungsland ein gutes Stück weiter vorangekommen, aber es gibt auch noch viel zu tun. Also es kommt so ein bisschen darauf an, ob man das Glas lieber halb voll oder halb leer sehen will. Und letztendlich betrifft dieses Thema Integrationspolitik eben nicht nur die, die kommen, sondern die gesamte Bevölkerung. Ja, Zuwanderer sind keine Gäste, sondern Teil der Gesellschaft und das müssen wir, glaube ich, immer noch ein bisschen besser lernen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Cornelia Schuh. Integration betrifft die gesamte Gesellschaft, habe ich gelesen. Ich denke, das ist ein gutes Stichwort für die jetzt folgende Diskussion, weil wir ein bisschen in Zeitverzug sind, deswegen ohne jegliche Schweife. Ich weiß, dass selbst im Foyer die Leute sich mittlerweile auf den Treppen stapeln. Deswegen fangen wir jetzt sofort gleich an und bitte begrüßen Sie mit mir recht herzlich die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Und ich freue mich sehr auf den Generalsekretär der CDU. Herzlich willkommen, Dr. Peter Tauber. Herzlich willkommen und steigen wir gleich ein in die vorgezogenen Koalitionsverhandlungen. Nein, natürlich nicht. Das ist eine spannende Diskussion zwischen der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung. Und wir werden sehen, am Ende des Tages, wie viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede eventuell in der Einwanderungs- und Integrationspolitik zwischen den beiden Stiftungen und Parteien bestehen. Frau Göring-Eckardt, fangen wir gleich an. Wir haben eine Menge Futter bekommen, inhaltliches Futter von unseren zwei Vorrednern. Vor knapp einem Monat hat das Bundesinnenministerium zur ersten Migrationskonferenz eingeladen und dort wurde primär besprochen, ob Deutschland ein neues Zuwanderungsgesetz braucht. Jetzt schauen wir mal auf die Zahlen. Deutschland ist mittlerweile das zweitbeliebteste und größte Einwanderungsland innerhalb der OECD. Und dennoch werden, so sagen die Prognosen, bis 2013 circa 5 Millionen Fachkräfte in diesem Land fehlen. Insbesondere scheint es Deutschland nicht zu schaffen, qualifizierte Fachkräfte aus den Drittstaaten für sich zu gewinnen. Ist Deutschland nicht attraktiv genug? Ich glaube, Deutschland hat immer noch nicht entschieden, ob es tatsächlich ein Einwanderungsland sein will, ob es tatsächlich Zuwanderung will oder ob es eigentlich Zuwanderung begrenzen will. So heißt ja auch das Gesetz. Da geht es um Einwanderung und Begrenzung von Einwanderung. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich finde, ja, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, auch nicht Zuwanderung. Diesen Begriff würde ich schon gerne streichen, weil ich finde, das heißt schon mal, das sind die, die dazukommen und nicht die hierher kommen und dazu gehören. Das ist ein relevanter Unterschied. Und Einwanderungsgesetz heißt auch Einladung, heißt auch, wir wollen euch, auch wir brauchen euch übrigens. Und auch, wir haben eine eigene Verantwortung dazu. Das gehört ja dazu. Also man kann nicht Leute einfach nur herbestellen und sagen, bitte arbeitet, weil uns fehlen Fachkräfte. Sondern das Entscheidende wird ja sein, leben wir dann hier gemeinsam und machen wir
gemeinsam etwas draus? Gestalten wir eine gemeinsame Gesellschaft? Oder ist es so eine Wir-und-die-Veranstaltung? Und ich glaube, das darf nicht passieren. Und deswegen, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz und wir brauchen eine tatsächliche Werbung und nicht 48 verschiedene Türen, durch die man hierher kommen kann. So viele Varianten gibt es nämlich. 48 auf, ich glaube, man kann das auf 139 Seiten nachlesen. Ich empfehle das jedem, der hier sitzt. Sie werden mindestens dreimal lesen müssen, auch mit Hochschulabschluss und allem Pipapo, um wirklich verstanden zu haben, welche verschiedenen Türen das eigentlich sind. Das ist absurd, damit lädt man nicht ein. Peter Tauber, wir brauchen weniger Bürokratie, höre ich daraus. Auf der Migrationskonferenz bereits besagten des BMIs hat der Bundesinnenminister Thomas de Maizière sich mehr oder weniger gegen ein neues Einwanderungsgesetz ausgesprochen. Er hat gesagt, Deutschlands Mechanismen sind eigentlich ausreichend. Würden Sie dem beipflichten? Sie sind jetzt Generalsekretär der CDU. Ich glaube, das wäre jetzt fatal, wenn Sie Nein sagen. Na, jeder weiß, dass Thomas de Maizière und ich darüber, wie wir Einwanderung künftig in Deutschland organisieren, auch schon kontrovers gestritten haben. Aber er hat an einem Punkt vollkommen recht. Wir haben, das haben wir eben ja in den Folien auch gehört, sehr vielfältige Regelungen. Die Frage ist jetzt nur, wird es leichter nach Deutschland zu kommen, wenn man hier seine Zukunft sieht und was beitragen kann für unser Land, wenn ich von den 48 Türen 20 zumache? Oder muss man da nicht sagen, eigentlich bräuchte es vielleicht noch 12 Türen mehr. Unser Problem ist nur, dass die, die potenziell kommen, gar nicht wissen, dass es diese 48 oder dann 60 Türen gibt. Und da finde ich, hat Thomas Demir sehr recht. Das hat er auch auf der Konferenz sehr deutlich gesagt. Wir haben natürlich vor allem auch ein Defizit darin, anderen zu erzählen, dass wir sie gerne hier hätten, wenn sie glauben, sie können hier einen Beitrag leisten. Und dann auch den Zugang möglich zu machen. Und ich bin auch dabei, es Einwanderung zu nennen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn man Gesetzesänderungen dann in einem Einwanderungsgesetz zusammenfasst. Aber ich glaube, es kann nicht um die Frage gehen, ist es mehr oder weniger Zuwanderung, sondern es muss um die Frage gehen, ist es die Zuwanderung, die unsere Gesellschaft voranbringt. Sowohl aus Sicht derjenigen, die hier sind, als auch aus Sicht derjenigen, die kommen. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, auch in der Geschichte, jetzt nur der letzten Jahrzehnte der Bundesrepublik, dann stellen wir eben fest, dass es Phasen gab, wo offensichtlich mehr Zuwanderung stattgefunden hat. Wie gut oder schlecht gesteuert, darüber muss man dann mal diskutieren. Und Phasen, wo wir sogar Auswanderungsland waren. Und ich glaube, eine kluge Regelung setzt so an, dass man immer den Bedarf und das, was eine Gesellschaft braucht, über Einwanderung regeln kann. Und nicht pauschal sagt, gut oder mehr oder weniger ist gut. Das wäre nicht mein Zugang. Also, ein kleiner Dissens hier, den ich heraushöre. Sie empfinden das deutsche Einwanderungsgesetz für nicht zu bürokratisch, wenn ich Sie richtig verstehe. Naja, das ist sehr, sehr schwierig, weil ich natürlich von vielen Unternehmern Beispiele geschildert bekomme, wo die sagen, ich hätte da gerne einen, der würde gerne kommen, aber es ist so unheimlich kompliziert und unsere Auslandsbotschaften gehen damit nicht richtig gut um. An der Ebene kann man streiten. Ist das Gesetz das Problem? Da gibt es bestimmt noch Zugänge, wo es klarer oder auch leichter oder zusätzlich möglich sein muss, nach Deutschland zu kommen. Da bin ich dann auch für eine Gesetzesänderung. Aber ehrlich gesagt ist meine Erfahrung, dass es nicht nur am Gesetz liegt, sondern es liegt ja auch daran, wie mit den Gesetzen gearbeitet wird. Und wenn unsere Auslandsvertretungen nicht in der Lage sind, entsprechend auch zu werben, wenn wir die Institutionen und Instrumente, die wir haben, von der Deutschen Welle bis zu den Auslandsschulen, den Deutschen, nicht nutzen, um zu zeigen, was Deutschland für ein Land ist und welche Perspektiven man hier hat, dann nützt halt auch das schönste, neueste Gesetz, meinetwegen noch drei Punktesysteme nebeneinander gestellt, nichts, sondern wir haben es auch, glaube ich, in den Folien des Sachverständigenrats ja gesehen, es sind verschiedene Schritte, die ineinander greifen. Erstmal ist das Gesetz gut genug und dann geht es auch um das Marketing und das Erzählen und die Präsentation und am Ende natürlich um die Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Wenn ich darf, habe ich noch was für das Dissensbarometer. Das ist wahrscheinlich das, was wir jetzt hier nach jeder Frage haben. Aber Okay. Ich würde nicht davon reden, geht es nur um die Zuwanderung, die uns als Gesellschaft nützt. Weil da müssen wir unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die wir gewinnen wollen als Einwanderer, wo wir nach Fachkräften gucken, wo wir nach Abschlüssen schauen und so weiter. Wir haben auf der anderen Seite diejenigen, die, Sie haben schon gesagt, unfreiwillig hierher kommen, die aber zum Teil auch länger da bleiben werden. Und wir haben diejenigen, die hierher gekommen sind und dann vielleicht nach 2 Jahren feststellen, dass ihre Fachkraft doch nicht gebraucht wird. Das heißt,
Ich glaube, wir können nicht einfach nur so eine Nutzendebatte führen, sondern wir müssen darüber reden, wie wir es dann als Gesellschaft zusammen machen. Es geht nicht mehr darum, wo kommt jemand her, sondern wenn er denn hier ist, geht es darum, wo geht man eigentlich zusammen hin. Und deswegen glaube ich, diese reine Nutzenrechnung, das funktioniert nicht. Dann habe ich noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob das Wasser von der Böll oder von der Adenauer Stiftung ist, aber wenn die jeweils anderen einen Öffner hätten, wäre es toll. Also, ein Plädoyer für einen Flaschenöffner, wer immer ihn hat, möge ihn bitte nach vorne bringen. Dennoch, wenn Sie die Gestaltungsmöglichkeit hätten, sprich in Regierungsverantwortung wären und sich an ein neues Einwanderungsgesetz machen sollten oder müssten, wo würden Sie als erstes ansetzen? Ich würde als erstes ansetzen bei der Staatsbürgerschaft qua Geburt. Das geht nämlich ganz fix. Da muss man quasi nur einen Satz ändern im Gesetz. Das ist völlig unkompliziert und vielen Dank. Und das wäre ein echtes Zeichen auch, dass wir sagen, wer hier geboren ist, ist Deutsche oder ist Deutscher und Punkt. Okay, also wir gehen schon gleich rein in die Identifikationsdebatte, aber bleiben wir noch mal ganz kurz beim Gesetz. Willkommenskultur. Willkommenskultur ist ja ein Begriff, der vielmals in die Mitte geworfen wird. Und wenn man, glaube ich, 10 verschiedene Leute fragt, was definierst du unter Willkommenskultur, würden wir vermutlich 10 verschiedene Definitionen bekommen. Ja, und diese Ungenauigkeit ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Was wir haben, ist eine Mehrheit der Deutschen, die sagt, wir wollen, dass mehr Menschen hierher kommen. Das ist anders als in den 90er Jahren. Deswegen, glaube ich, ist diese Debatte, die wir hier führen, die führen wir auch auf einer ganz anderen Grundlage. Also in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, da hatten wir noch Kinder statt Inder in Hessen. Da hatten wir noch die Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft. Kinder statt Inder in NRW, die Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft in Hessen. Da hat, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Hypothek, die Union noch mit sich rumträgt, ist die Frage, kennen wir eigentlich an, dass es eine Mehrheit von Menschen gibt, die sagen, wir wollen mehr Zuwanderung und dass es eine hohe Selbstverständlichkeit gibt, dass wir in Deutschland zusammen leben wollen. Also da sind wir an einem anderen Punkt und Willkommenskultur, da würde ich einfach mal danach fragen, was sagen wir darüber, wie Leute hier zusammen leben wollen. Ich finde auch, das Wort Integration passt nicht. Wohin soll sich eigentlich jemand integrieren? Wer mal in Bremen im Auswanderungsmuseum war, der sieht ganz schön, und man kann ja auch in die Vereinigten Staaten gehen, die haben alles mitgenommen. Die haben ihre Kultur mitgenommen, die haben ihre Sprache mitgenommen. Wir sind heute noch ganz gerührt, dass es irgendwie deutsche Bäckereien in den USA gibt und dass sie da noch Deutsch sprechen. Ja, wie großartig. Aber andersrum darf das nicht sein. Nur damit kein Missverständnis entsteht, ich finde, alle müssen sofort Deutsch lernen, selbstverständlich, aber es geht nicht darum, dass man sich in irgendeine Mehrheitsveranstaltung integriert. Diese alte Leitkulturdebatte hilft uns nicht. Aber da ist ja die spannende Frage, ob wir nicht an dem Punkt sind, den Herr Füchs auch in seiner Begrüßung unter dem Stichwort ehrlich machen gemeint hat. Das ist ja schon auch was Neues. Also wenn von der angeblichen Hypothek der CDU die Rede ist, muss man ja sagen, als wir gesagt haben, es wird nur jemand eingeschult, der ausreichend Deutsch kann, weil das der Zugang zu unserer Gesellschaft ist, haben Grüne gesagt, das wäre Zwangsgermanisierung. Also es ist ja nicht so, dass das nicht auf allen Seiten ein Nachdenken da ist, und das ist ja auch bitter notwendig. Also es wäre ja schlimm, wenn sozusagen gesellschaftliche Veränderungsprozesse quasi nur statisch abgebildet und diskutiert werden. Von daher glaube ich, ist das nicht allein der springende Punkt, wer wann irgendwo wo stand, sondern die Frage ist ja auch, wo will man damit hin? Und ehrlich gesagt, ich bin nicht so sicher, wenn 74% der Deutschen sagen, sie sind für ein Einwanderungsgesetz, dass diese 74% damit automatisch meinen, mehr Einwanderung. Denn ehrlich gesagt, für mich ist das Faszinierende gewesen, als ich gesagt habe, ich fände es gut, dass wir in unserem Land mal über ein Einwanderungsgesetz reden, dass mir beide halt geschrieben haben. Die einen haben gesagt, sehr gut, machen Sie mal ein Einwanderungsgesetz, sind eh zu viele hier. Und die anderen haben geschrieben, ja, machen Sie mal ein Einwanderungsgesetz, damit die Richtigen kommen. Und die Dritten haben gesagt, das ist doch gut, es gibt so viele Menschen, die könnten sicherlich was beitragen, die wären eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, machen Sie doch bitte wirklich ein Einwanderungsgesetz. Also das Wort an sich sagt ja noch nichts, sondern jeder kann das, was er als Problem für sich erkannt hat, da erstmal reinlegen. Deswegen sind diese 74% halt nicht 1:1 mehr. Sie zeigen aber, dass unsere Gesellschaft als die Aufnehmende sich damit auseinandersetzt. Und insofern glaube ich, wir haben ja am Anfang eigentlich gesehen, das ist ja nicht Abendfüllen, sondern wir können ja
fast eine Veranstaltung dazu machen, die den Rahmen des Evangelischen Kirchentags sprengt. Wir haben ja nicht nur über das Flüchtlings- und Migrationsproblematik gesprochen. Wir reden jetzt sehr stark über die arbeitsmarktfokussierte Zuwanderung, die ja nach wie vor so eine Grundmaxime bei uns ist. Und wir haben als dritte Säule immer noch die Frage Aufnahme in die Gesellschaft. Was für Prozesse geschehen da eigentlich? Und beim letzten Punkt, da bin ich ja sehr dafür. Volker Bouffier hat auch neulich in der Debatte gesagt, wir haben Arbeitskräfte gerufen und Menschen sind gekommen. Diesen Satz von Max Frisch aufgreifend. Das ist richtig. Nur die Frage, reicht einfach die Weitergabe der Staatsbürgerschaft, um eine Identität mit einer Gesellschaft zu stiften? Und meine Erfahrung ist, ich habe mich jetzt da ja durchaus auch hier und da mal mit beschäftigt, war in Kanada, die machen das ja auch. Da ist der Zugang zur Staatsbürgerschaft fast ähnlich geregelt wie bei uns. Aber da ist es halt nicht so wie auf einer deutschen Behörde, wenn man kanadischer Bürger geht, dass man zwischen dem Bewilligungsbescheid für die Hundesteuer und der Anmeldung eines Kfz auf der Behörde mal einen Pass rübergeschoben kriegt, sondern die Kanadier initiieren dieses Bürgerwerden und dieses Bürgersein. Da wird etwas mit vermittelt, ohne dass man etwas abverlangt bekommt in Aufgabe von Herkunftsidentität. Und auch da, das ist ja Teil der Willkommenskultur und Struktur, hat halt Deutschland noch erheblichen Nachholbedarf. Den Nachholbedarf, den haben wir. Und über Ihre Reise nach Kanada, wer mehr Detailliertes über diese Reise erfahren möchte, einfach nur auf den Blog von Peter Tauber gehen, der schwarze Peter, kann ich nur empfehlen. Die wurde uns zugesteckt. Also jetzt geht's los. Da haben wir schon die Eindrücke von Ihnen aus Kanada, und Sie kamen ja auch mit dem interessanten Begriff Patensystem zurück. Also die SPD und auch die Grünen teilweise plädieren für ein Punktesystem. Wir haben dann das Patensystem jetzt von Peter Tauber in die Diskussion mit reinbekommen. Punktesystem ist auch immer so ein als Heilmittel. Was sagt die Grünen dazu? Naja, das ist kein Allheilmittel, bestimmt nicht, sondern ich glaube, man muss sich darüber verständigen, welche Kriterien will man, wenn man über Fachkräfte spricht. Und ob das Punktesystem das Allheilmittel dafür ist, da bin ich sehr skeptisch, aber man muss sich auf Kriterien verständigen, und ich glaube, sehr gut wäre es, wenn wir wirklich regelmäßig darüber debattieren. Und das meint es eigentlich, dass man jedes Jahr politisch debattiert, welche Zuwanderung wollen, welche brauchen wir und wie machen wir das. Weil damit hängt dann auch zusammen, dass man die Verantwortung dafür übernimmt und dass man nicht einfach sagt, wir haben die Leute gerufen und dann schauen wir mal, wie wir zurechtkommen. Das Patensystem ist natürlich etwas, was wir heute ja schon faktisch erleben bei ganz vielen Flüchtlingen. Und wir sind jetzt alle noch so, es wird hier wahrscheinlich noch 20 Mal Evangelischer Kirchentag gesagt worden. Ich hatte eine Fahrerin da, die zu Hause irgendeinen Job macht und in ihrem Haus eine äthiopische Familie aufgenommen hat. Die ist selbstverständlich Patin für diese Flüchtlinge. Und die hat ganz, ganz entspannt einen Haufen Geschichten erzählt, wie das funktioniert und wie sie das macht, dass die hier integriert werden. Und ehrlich gesagt, das war jetzt nicht aus dem linksprotestantischen Milieu, ist wahrscheinlich gleich der Verdacht, ne, diese Gutmenschen, sondern das war jemand, der einfach gesagt hat, ich habe Zeit dafür, ich habe irgendwie, die Kinder sind aus dem Haus, das mache ich jetzt. Und das zu organisieren, da wäre natürlich sehr viel Gutes getan, aber dafür müssten wir für diejenigen, die als Flüchtlinge hierher kommen, erstmal wirklich eine Basis schaffen. Die haben wir nicht. Da sind wir noch ganz weit hinten. Wenn ich mir anschaue, dass wir keine ordentliche Gesundheitsversorgung haben, wenn ich mir anschaue, dass der Bund nicht eintritt für die Kosten, für die Erstaufnahme, dass wir nicht von Anfang an Deutschunterricht haben, dass es schwierig ist mit der Arbeitsaufnahme, dass die Verfahren ewig lange dauern, zwischen 5 und 17 Monaten im Moment durchschnittlich. Da haben wir echten Aufhol- und Nachholbedarf. Und auch das könnten ja Migrantinnen und Migranten werden. Mir leuchtet es nicht ein, dass bei der ersten Aufnahme in diesen Formularen nicht gefragt wird, was haben Sie eigentlich für einen Beruf, was können Sie, was haben Sie für einen Abschluss, weil dann könnte man sofort sagen, dieser Mensch wird hier mit Sicherheit gebraucht, der kann sofort in den Arbeitsmarkt gehen, wenn er nicht andere Schwierigkeiten hat. Also Gemeinsamkeiten, und von beiden Seiten wird ein Nachholbedarf attestiert. Eine Zahl allerdings, Peter Tauber, das finde ich sehr interessant, eine Zahl, die im Zuge dieser Fachkräftemangel und demografischer Wandeldebatte ein bisschen untergeht, ist die Auswanderung. Die Auswanderung von qualifizierten Deutschen, und das möchten wir bei dieser Gelegenheit nicht unterschlagen. Viele Deutsche mit Migrationshintergrund, die Deutschland verlassen.
bis zu 3 Millionen, fast über 3 Millionen, sagt die OECD, von qualifizierten Deutschen leben im Ausland. Warum schaffen wir es nicht, diese Deutschen, insbesondere die Deutschen mit Migrationshintergrund, zum Bleiben zu überzeugen? Also diese Statistik ist ja hochspannend und ich bin nicht so sicher, ob wir sie, wenn wir sie so eins zu eins anschauen, ob sie dann bis ans Ende trägt. Denn die Wahrheit ist, wir registrieren ja jede Form von Migration. Also auch der für ein Semester ins Ausland geht als Erasmus-Student, aber definitiv dann wiederkommt, wird halt mitgezählt. Und wir zählen genauso diejenigen mit, die mit der festen Absicht kommen, einen neuen Lebensmittelpunkt hier zu suchen oder woanders zu suchen und definitiv nicht vorhaben, nach Deutschland zurückzukommen. Das ist wahrscheinlich im Vorfeld auch nur schwer messbar. Also viele wissen das eben vielleicht auch gar nicht und so ein Prozess entsteht und man sagt dann, jetzt studiere ich hier und jetzt gefällt es mir so gut und ich bleibe. Das weiß man eben vorher nicht zwingend, aber es zeigt eben die Grenzen dieser 1,2 Millionen und dieses Positivwanderungssaldos von 400.000. Deswegen ist die Übertragung für mich ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig. Wenn wir feststellen, dass wir zum Beispiel bei der türkeistämmigen Bevölkerung einen Negativsaldo haben, also mehr abwandern als zuziehen, und dann sich noch anschaut, wer abwandert, die besonders gut Qualifizierten, dann zeigt das eben, dass man an vielen Stellen eben sehr genau hinschauen muss und sich auch nach Gründen fragen muss. Und dann ist so eine Statistik natürlich ganz gut, um auch mit diesen Klischees in den Köpfen der Leute zu brechen. Also wir haben ja einen Teil unserer Gesellschaft, das sind die, die sehr ängstlich auf das Thema schauen, die setzen Einwanderung mit Einwanderung aus muslimischen Ländern gleich. In Wahrheit ist es so, dass wenn man diese Zahlen des Berichts zugrunde legt, wir keine Islamisierung haben, sondern eine Rekatholisierung der Republik haben, weil die meisten Zuwanderer aus katholischen Ländern kommen. Das ist aber so gar nicht bewusst. Also ich glaube, dass es einfach auch deswegen wichtig ist, dass man über das Thema in der Gesellschaft redet. Und das ist ja auch etwas, wir haben in 10 Jahren unheimlich viel geändert, deswegen diese positive Bewertung durch die OECD, die sagt, wir sind eine der modernsten und offensten Einwanderungsgesellschaften. Aber wir haben halt auf der Fachebene sehr intensiv drüber geredet. So eine richtig breite gesellschaftliche Debatte, wie wir sie jetzt vielleicht auch im letzten halben Jahr geführt haben, hatten wir so noch nicht. Und auch das kann man, glaube ich, von den klassischen Einwanderungsländern lernen. Die machen das halt permanent und unaufgeregt. Und in den Modus müssen wir eben auch kommen, dass wir darüber reden, okay, das wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten. Und wenn das so ist, dann lasst uns da halt permanent drüber reden, wie verändern sich vielleicht auch Ansprüche oder Möglichkeiten, Perspektiven von denen, die kommen wollen, von denen, die kommen und oder glauben, sie kommen zu müssen und von uns als aufnehmende Gesellschaft. Gehen wir noch mal kurz überhaupt keine Frage, machen Sie sich keine Sorgen, es wird noch eine Frage-Antwort-Runde geben, in der Sie natürlich mit einbezogen werden in Ihre Expertise und Sie, nehme ich an, werden auch das Mikrofon bekommen. Also machen Sie sich da keine Sorgen. Gehen wir einfach nur noch die Fragen und die Thematik, wenn Sie erlauben, hier erstmal auf dem Podium durch, bevor ich Sie dann mit einbeziehe. Und vor allem ein Punkt, den Herr Dr. Angenent erwähnt hat. Nämlich in dieser Debatte wird ja in der Tat viel die Begriffe Migrant und Flüchtlinge vermischt. In diesem Zusammenhang würde ich einfach sagen, die Zahl der Flüchtlinge ist stark gestiegen. Vielleicht erreichen wir sogar Rekordzahlen in diesem Jahr, hören wir. Brauchen wir neue politische Instrumente, um dieses Kommen von Flüchtlingen zu bewältigen? Ja, wir brauchen ein paar wirklich neue Instrumente, über die gerade debattiert wird. Ich habe ein paar Sachen aufgezählt, die nicht geregelt sind und die wirklich zu dramatischen Auswirkungen führen können, und zwar in den Kommunen, weil die haben das im Moment zu tragen und zu gestalten. Ich würde auch nicht sagen, es ist ein Problem, ich würde auch nicht sagen, es ist eine Last. Ich würde auch ungern von Flüchtlingsströmen reden, weil ich finde, das wird der Sache selbst, das wird den Menschen überhaupt nicht gerecht. Aber natürlich ist die Tatsache, dass wir im Moment Prognosen haben von 400.000, vielleicht werden es auch 500.000 in diesem Jahr, für die Länder und die Kommunen eine echte Herausforderung. Da geht es nämlich um Unterbringung, da geht es ganz real um Gesundheitsversorgung. Ich glaube, dass wir in Deutschland im Moment mitnichten so viele Traumaspezialistinnen und Spezialisten haben, wie wir eigentlich bräuchten, um das gut zu machen. Und trotzdem haben wir wahrscheinlich deutlich mehr als in anderen europäischen Ländern beispielsweise. Die Frage, wie die Kommunen das finanzieren sollen, neulich waren bei mir zu Gast 100 Kommunen aus Deutschland, die in Haushaltsnotlage sind.
Und die fragen sich das natürlich, wie sie das machen sollen. Und deswegen glaube ich, da kommt es jetzt darauf an, dass wir erkennen, das ist eine nationale Aufgabe, das ist eine Bundesaufgabe und wir müssen diese Kommunen ganz real, ganz praktisch und sehr schnell und zwar strukturell unterstützen. Also nicht, indem wir sagen, da tun wir jetzt noch mal ein paar Millionen drauf und dann, wenn es uns einfällt, wenn das Geschrei wieder laut genug ist, dann kommen noch ein paar Millionen drauf, sondern indem wir sagen, die Erstaufnahmekosten werden übernommen, die Gesundheitskosten und die Deutschkurse, die so zentral sind. Also ich glaube, dafür brauchen wir neue Regelungen. Das andere ist, wir müssen uns auch darauf einstellen, dass das Menschen sind, die werden zum Teil einfach länger bleiben. Dazu braucht man nur einmal die Abendnachrichten zu sehen, um das zu wissen. Da muss man keine Expertin sein. Und deswegen denke ich, es ist auch wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, den Status zu wechseln. Also ich komme als Flüchtling und werde vielleicht Einwanderer oder Einwanderin, weil ich einen Beruf habe, der hier dringend gebraucht wird, weil es sogar jemand gemerkt hat und man nicht erst nach einem halben Jahr festgestellt hat, es ist so. Ich habe so ein Schlüsselerlebnis, so ein persönliches, da bin ich in einer Erstaufnahmeeinrichtung gewesen im ländlichen Raum, ich sage jetzt nicht in welchem Bundesland, und da war ich darauf eingestellt, dass da Nazis sind, die sich gegen dieses Flüchtlingsheim wehren, und dann bin ich da hingelaufen, da stand einer vor der Tür mit so einer Funktionsweste, heißt das, glaube ich, mit so vielen Taschen, und ich dachte, okay, jetzt stelle ich mich darauf ein, der stand da mit zwei weiteren, ich komme da jetzt rein, das ist die Hürde, die ich zu überwinden habe, es war eine Hürde. Der sagte nämlich zu mir, Sie wollen doch jetzt da rein. Ich sage, ja, will ich, und ich werde auch da reingehen. Und dann sagt er, ja, und ich bin der Bürgermeister vom Nachbarort und da drin ist ein Arzt aus Syrien. Ich will, dass Sie mir den rausholen. Bei mir ist die Landarztpraxis seit 2 Jahren leer. Und das können wir jetzt an Zahlen. Wir können auch sagen, wie viele sind das eigentlich, die solche Qualifikationen haben. Ich habe den nicht rausholen können, ja, das so weit war es noch nicht. Aber daran sieht man ein kleines Beispiel, was wir zigfach erleben, dass natürlich bei den Flüchtlingen Leute sind, die können sehr gut Einwanderer werden und deswegen müssen wir gesetzlichen Statuswechsel ermöglichen. Peter Tauber, würden Sie dem beipflichten? Also bei neuen Instrumenten, da denke ich zum Beispiel an die Ausweitung der Regelung für die sicheren Drittstaaten. Da wäre ich jetzt auch noch dabei zu sagen, da brauchen wir eine neue Regel. Ansonsten tagt jetzt auch der Flüchtlingsgipfel. Wir haben jetzt so viel gemacht, Stellen beim BAMF aufgestockt, um die Verfahren zu beschleunigen, damit in der Tat die Menschen schneller wissen, ob sie einen Aufenthaltsstatus bekommen oder eine Anerkennung oder eine Duldung oder eben nicht. Weil ich auch eben dann glaube, dann ist es sehr schnell ersichtlich, dass Menschen, die aus Syrien oder dem Irak zu uns kommen, dass sie unsere Hilfe auf jeden Fall brauchen. Wir haben aber andererseits bei manchen Ländern eine Anerkennungsquote, die liegt unter 1%. Welchen Sinn es da macht, zu schauen, die über den reinen Flüchtlingskanal oder Asylkanal nach Deutschland zu holen, das habe ich noch nicht verstanden, sondern da bin ich eher der Meinung, da muss es dann einen sinnvollen Weg geben, wie die sich aus ihren Heimatländern mit ihrer Qualifikation für einen Aufenthalt in Deutschland eben qualifizieren oder bewerben können. Dann steht dieser Weg eben auch offen. Also ich glaube, ich kenne die Probleme der Kommunen auch aus meinem Wahlkreis. Ich erlebe aber eben auch, dass jedes Bundesland das anders macht. Und wir haben Bundesländer, die übernehmen für die Kommunen die kompletten Kosten. Und wir haben Bundesländer, die geben die Mittel, die der Bund ihnen jetzt gegeben hat, nicht annähernd weiter an die Kommunen. Also ich glaube, einfach nur zu sagen, das muss der Bund komplett übernehmen, wenn man auch weiß, welche Hürden wir da haben, immer mit der Durchfinanzierung nach unten. Ob das alleine der seligmachende Weg ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, da bin ich auch wieder dabei, dass es eine nationale Aufgabe ist, bei der jeder sein eigenes Päckchen zu schultern hat. Der Bund mit schnelleren Verfahren, vielleicht auch mit einer entsprechenden finanziellen Ausstattung. Die 1 Milliarde mehr haben wir jetzt ja schon gegeben. Aber dass am Ende natürlich die Kommunen und die Länder eben auch ihren Teil zu beitragen müssen. Und dann immer nur nach dem Bund zu rufen, finde ich, ist auch ein bisschen wenig, um sich seiner Verantwortung zu stellen. Also nur nach dem Bund rufen würde ich auch nicht, auf keinen Fall. Deswegen würde ich auch nicht sagen, die Unterbringung muss vom Bund bezahlt werden. Aber die Erstaufnahme, das heißt, solange diese Verfahren dauern, das ist ein entscheidender Punkt. Und dass wir ein hohes Interesse daran haben müssen, dass die Leute von Anfang an Deutsch lernen, und zwar übrigens auch egal, wie lange sie da bleiben. Also jemand, der Deutsch gelernt hat und wieder weggeht und dann wie viel auch immer Deutsch kann, das ist erstmal eine positive Geschichte. Und da sollten wir dafür sorgen. Und dass es beispielsweise in Bayern jetzt Landräte gibt und dass in Kommunen die Arbeitserlaubnis eben nicht erteilt wird, die erteilt werden könnte, das ruft danach, dass es da eine bundeseinheitliche Regelung gibt, dass man das auch tatsächlich macht. Und es geht nicht darum, einfach nur nach dem Bund zu rufen, aber es geht darum, dass wir in einer Situation sind, wo es eine strukturelle Entlastung für die Kommunen braucht. Ich bin einig, wenn
wir darüber reden, dass das Asylrecht kein sinnvolles Recht ist für Leute, die eigentlich Einwanderer werden wollen. Und da wäre ein Einwanderungsgesetz, was seinem Namen gerecht wird, was auch wirbt, was auch klar macht, ja, das wollen wir, das brauchen wir und dafür sind wir offen, natürlich ein guter Weg, weil im Moment haben diejenigen, Kosovo ist dafür ein Beispiel, ja, das Gefühl, sie können nur über das Asylrecht kommen und das sind zum Teil ja dramatische Schicksale. Leute, die alles verkauft haben, hierher kommen, auf etwas hoffen, was sie nicht bekommen, wieder zurückgehen und vor dem Nichts stehen. Ich finde, das ist jedenfalls kein verantwortungsvoller gemeinsamer Umgang. Also eine Thematik, die uns definitiv noch sehr viel länger beschäftigen wird und ich vermute auch nachher noch die eine oder andere Frage aus dem Publikum mit sich ziehen möchte. Vielleicht noch zwei, drei andere Themen, bevor wir das Publikum mit einbeziehen. Politische Partizipation, hatte Cornelia Schuh bereits schon gesagt. Ich habe sie natürlich jetzt hier, deswegen muss ich sie auch fragen. Die deutschen Parteien geben kein ganz so rosiges Bild ab, sagt Cornelia Schuh, spielen keine Vorreiterrolle. Jetzt hat die CDU, wie auch die anderen Parteien im Übrigen, ich habe mir ihre Liste angeschaut, da ragt wirklich keiner sehr positiv heraus, hat da noch Nachholbedarf. Deswegen, Peter Tauber, wir haben jetzt Cemile Yusuf hier zum Beispiel, die erste Muslime in der CDU-Bundestagsabgeordnete. Wie wollen Sie die Migranten davon überzeugen, in die CDU einzutreten und dort mitzuwirken? Naja, also ich könnte jetzt ja etwas frech sagen, bei einem Altersdurchschnitt von 59% in meiner Partei, wenn ich das umlege, wie viele im Mittelalter von 59 in der deutschen Bevölkerung haben Migrationshintergrund, dann liegen wir mit den 5% vielleicht ja gar nicht so schlecht. Wir haben ja den massiven Aufwachs an Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte in der jüngeren Generation und die ist ja leider in der CDU auch nicht so stark repräsentiert, wie ich mir das wünsche. Also es greifen verschiedene Dinge ineinander. Ich glaube, auch das hat was mit Willkommenskultur zu tun, bei allen Parteien. Also das Problem haben wir ja nicht nur mit Blick auf Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte, sondern ganz generell gibt es viele Bürger, die Skepsis haben, ob man in politischen Parteien wirklich mitmachen kann, ob es sich lohnt, sich zu engagieren. Und diejenigen mit einer Einwanderungsgeschichte fragen sich es vielleicht nochmal verstärkt, vielleicht auch, weil nicht jede Äußerung in der Vergangenheit das Gefühl vermittelt hat, man ist gefragt und soll sich einbringen. Und ich erlebe in letzter Zeit, dass auch dank Cemile und anderen in der CDU sich das sehr stark ändert und viele neugierig sind und fragen und auch mitmachen. Wir haben jetzt, seit wir es erfassen, und wir erfassen es erst seit letztem Jahr, über 500 neue Mitglieder muslimischen Glaubens in der CDU. Also auch da ändert sich ein bisschen was. Ist noch nicht so, dass ich mich entspannt zurücklehne. Aber als Aufgabe für die politischen Parteien, glaube ich, stellt sich es insgesamt und für uns als CDU eben auch. Ist das, wenn ich gleich auf die Grünen komme, erlauben Sie mir nur ganz kurz die Nachfrage, weil es ist ja so, es ist natürlich vielleicht auch ein zweischneidiges Schwert vielleicht für die CDU, sie will sich öffnen, sie will, wie Sie schon sagten, insbesondere Muslime auch als Partizipanten mit einbeziehen. Ist es so, dass es dort vielleicht einen eventuellen Backlash gibt innerhalb der Partei, dass man sagt, das C steht da nicht umsonst? Können wir mal Cemile ja mal fragen, wie sie das empfindet. Ich erlebe das eigentlich nicht, sondern das C ist eine Einladung. Natürlich steht es für eine gewisse Werteschiffre, unabhängig davon, ob man gläubiger Christ ist oder nicht. Und es scheint so zu sein, dass es für viele Menschen Gott sei Dank im Land immer noch attraktiv ist, nicht nur unter der Frage, da mal ein Kreuz zu machen und festzustellen, es tut gar nicht so weh, sondern man könnte es wieder tun, sondern sogar vielleicht mitzumachen und einzutreten und sich einzubringen. Also insofern erlebe ich das eigentlich sehr viel offener, als vielleicht mancher es unterstellt oder vermutet. Aber gleichwohl ist es halt immer noch so, jeden Tag dran arbeiten und immer noch versuchen, besser zu werden, alles andere. Absolut, also Einladung wird in der CDU mit C geschrieben, das haben wir gelernt, Göring Eckert. Trotzdem auch für die Grünen, auch da habe ich mir die Zahlen angeschaut und seien wir ehrlich, auch da ist noch sehr viel Luft nach oben. Also für eine Partei, die sich zumindest nach außen sehr offen gibt und auch sehr bunt, ist da auch noch viel Luft nach oben. Na, vielleicht zwei Bemerkungen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Rekatholisierung in der Union ist und was das für uns bedeuten würde. Das ist der eine. Die eine Frage, Sie haben das ja vorhin aufgeworfen, dass so viele Menschen katholischen Glaubens kommen. Das zweite ist, es sind bei uns, wenn ich es richtig rechne, 11%. Das ist nicht so wenig, aber das kann natürlich und selbstverständlich mehr werden. Ich finde es ganz, ganz spannend. Wir haben uns mit Religionspolitik im letzten Jahr intensiver beschäftigt und da merkt man natürlich, dass es gut ist, dass da nicht nur irgendwie die Säkularen und die Christinnen und Christen sitzen, sondern dass da auch
Menschen jüdischen Glaubens, Menschen muslimischen Glaubens sitzen, weil dann redet man natürlich darüber ganz anders. Und insofern, das mit der Einladung stimmt, aber ehrlich gesagt ist bei uns so diese Frage, wer, ihr seid eingeladen? Nee, also da gehören einfach viele dazu. Wir haben einen Parteivorsitzenden, der zumindest einen Migrationshintergrund hat, auch wenn er selbst von sich sagt, dass er sehr deutsch ist. Ich glaube, das stimmt auch, aber da muss man sich nicht besonders anstrengen, sondern das hat eine hohe Selbstverständlichkeit. Sie meinen den anatolischen Schwaben, den wollen wir bei dieser Gelegenheit natürlich nicht ausklammern. Also ich sehe schon, Gewilltheit ist auf beiden Seiten da und man will sich öffnen. Man muss sich vielleicht sogar öffnen, wenn man sich die Zahlen anschaut und die schwindenden Mitgliederzahlen innerhalb der Partei, ist das vielleicht alternativlos, um ein Wort zu benutzen, das man auch in der CDU kennt. Aber schauen wir nochmal ganz kurz, bevor ich wirklich das Publikum mit einbeziehe, nochmal kurz auf Zugehörigkeit und Identifikation. Das sind ja nun sehr schwammige Begriffe. Wir wollen ein neues deutsches Wir kreieren, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft gut spielt zumindest, dann freuen wir uns mit ihrer ganzen Vielfalt. Wer ist deutsch? Gehört der Islam zu Deutschland? Und so weiter und so fort. Jetzt stören Sie sich mittlerweile, wie viele Leute auch, an dem Begriff Integration zum Beispiel. Vielleicht können wir hier auf dem Panel ein paar neue Begriffe kreieren, die dann Cornelia Schuh mit aufnehmen kann. Fangen wir mal bei Ihnen an, Peter Taubert. Integration ein bisschen abgedroschen, oder? Was nehmen wir? Also ich habe jetzt gelernt, ich wäre Bio-Deutsch im Vergleich zu den Neudeutschen. Ehrlich gesagt, ich denke dann immer so an meine grüne Komposttonne zu Hause. Fühle ich mich jetzt auch nicht so ganz wohl bei der Vorstellung, kompostierbar bin ich natürlich am Ende des Tages. Ja. Aber nee, finde ich auch noch nicht so treffend. Neu- und Altdeutsch, ja, auch wieder schwierig. Aber in der Tat, Sprache und Begriffe sind halt was sehr Wichtiges. Und auch wenn Fußballvergleiche abgedroschen sind, ich finde, die Nationalmannschaft ist halt unter einem Gesichtspunkt ein wirklich gutes Beispiel. Menschen, die so unterschiedlich sind, mit ihrer auch unterschiedlichen kulturellen Prägung und Herkunft, aber sie spielen halt trotzdem nach einem System. Wenn sie nicht ein einheitliches Spielsystem akzeptieren würden, nach dem sich die Mannschaft richtet, dann würde die Mannschaft nicht funktionieren, trotz ihrer Vielfalt, die sie inzwischen eben hat. Und ich glaube, das ist doch eigentlich der Charme, zu sagen, okay, wir akzeptieren diese Diversität, wir finden die sogar gut, aber am Ende gibt es so ein paar Dinge, wenn Sie so wollen, ein Spielsystem, auf das verständigen wir uns und nach dem versuchen wir in der Gesellschaft zu spielen. Das, finde ich, ist ein sehr ansprechendes und zugleich einladendes, aber auch klares Bild. Also da spricht da ein Fußballfachkenner, ohne Frage. Dennoch, Frau Göring-Eckardt, also es gibt viele Leute in meinem Umkreis, die dieser Debatte leid sind. Die sagen, ich bin hier in Berlin geboren, ich bin in Hamburg geboren, ich bin türkischer, kurdischer, was auch immer Hintergrund. Ich möchte einfach nur als Deutsch bezeichnet werden. Ist das so schwer? Ja, diese blöde Frage, ne, wo kommst du eigentlich her, ist ja dann immer der Punkt. Ich bin ja auch Migrantin und ich weiß, ich bin Ossi und ich weiß, dass das mit der Integration ziemlich schwierig ist, wenn man nichts mitbringen darf oder auch nicht sollte und wo es immer schon verdächtig ist, wenn man was mitbringt. Nein, ich glaube, das ist wirklich eine Diskussion, die uns nicht weiterführt, sondern die Frage ist, wie reden wir über das, was wir gemeinsam sind und reden wir da positiv drüber, haben wir eine gemeinsame Idee, wo die Gesellschaft hin soll. Bei den Spielregeln würde ich sagen, da reicht die Verfassung aus. Da müssen wir uns nichts ausdenken von irgendwie Kultur, Leitkultur oder sowas. Das haben wir schon. Aber dass wir, wenn wir vielfältiger werden, wenn wir multireligiöser werden, wenn wir Leute haben mit unterschiedlichen Kulturen, ja, dann ist doch einfach nur der Punkt, dass wir darüber reden, wie leben wir zusammen und wie geht es uns damit gut. Und das, finde ich, ist viel entscheidender, als ewig darüber zu sprechen, wer wann wo hierher gekommen ist. Das ist für Deutschland was Neues. Ich glaube, da müssen wir uns drüber klar sein. Das ist auch nicht easy und das ist auch nicht romantisch, sondern das ist, glaube ich, auch teilweise echt harte Arbeit, dieses Zusammenleben. Und das geht nicht nur, indem man nett zueinander ist oder indem man feststellt, was die anderen so für Rezepte haben. Das ist ja sehr beliebt, dass man sagt, wir essen mal zusammen und du kochst mal Arabisch und ich koche mal was anderes. Da ist einfach sehr viel mehr dahinter, sehr viel mehr Erfahrung, sehr viel mehr Geschichte, sehr viel mehr Familientragödien wahrscheinlich auf allen Seiten. Und darüber muss man reden, so ähnlich wie die Ossis und die Wessis versäumt haben, über ihre erste Jeans zu reden. So sind wir, glaube ich, im Moment dabei, zu versäumen, das, was mitgebracht worden ist, in eine gemeinsame Zukunft zu werden. Jetzt muss ich aber einmal nochmal richtig kontrovers werden, wenigstens einmal.
Also ich hätte jetzt gesagt, wir kochen auch mal hessisch, da gibt es auch mit Crisos wunderbare vegane Gerichte, aber ich bin dezidiert der Meinung, wir brauchen eine Leitbilddebatte. Und da bin ich auch nicht allein, das sagen ja auch Wissenschaftler der Humboldt-Uni, da gibt es diese tolle Studie. Und was meine ich damit? Ich meine damit natürlich nicht, dass man Menschen sozusagen vorschreibt, welches kulturelle Muster für alle verbindlich gilt. Aber ich glaube, de facto haben wir in jeder Generation in diesem Land eine Leitbilddebatte. Es gibt immer sowas wie neue kulturelle Muster, die sich durchsetzen, die andere ablösen, die mehr oder weniger von vielen geteilt werden, die Bandbreite von gesellschaftlicher Toleranz jeweils neu definieren. Das gibt es in jeder Generation. Und ich glaube, je vielfältiger eine Gesellschaft wird, umso wichtiger ist, dass sie sich bewusst ist, dass jede Generation, wenn man so will, einen Gesellschaftsvertrag und ein Leitbild, was eben auf dem Grundgesetz aufsetzt, neu diskutiert, weil die Wahrheit ja auch ist, wir diskutieren ja ständig auch über Verfassungsfragen. Das, was die Bundesverfassungsrichter mit dem Grundgesetz machen, das ist eben 1950 was ganz anderes gewesen als 2000. Und auch alles, was wir in verschiedenen gesellschaftspolitischen Fragen durch das Bundesverfassungsgericht aufgetragen haben, ist sozusagen das Abbild einer vorher geführten gesellschaftlichen Debatte. Denn das Verfassungsgericht urteilt ja nicht statisch, seit wir das Grundgesetz haben. Und deswegen glaube ich, ist so eine Debatte, ich will nicht sagen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu definieren, trotzdem wichtig. Und das ist eben dann doch mehr als nur das Grundgesetz. Weil die Frage auch, was versteht man darunter? Was heißt denn dann Gleichberechtigung und Teilhabe in einer Gesellschaft? Also ich glaube, das verändert sich schon. Ich würde es nicht ausschließend und dogmatisch diskutiert wissen wollen. Deswegen ist auch Leitbild wahrscheinlich der bessere Begriff im Vergleich zur Leitkultur. Das ist ja auch durchaus was Unterschiedliches. Aber dass es so ein Ringen in der Gesellschaft um Orientierung geben muss und dass es darüber einen Diskurs braucht, da bin ich sehr dafür. Können Sie mit dem Begriff Leitbild leben? Nee, also das, ich hatte das schon. Und ich finde, also so ein vorgegebenes, was ist das Leitbild, was ist das, woran ich mich anpassen, woran ich mich orientieren soll. Ich finde, wir können über gemeinsame Identität reden. Dagegen habe ich nichts, von mir aus. Die ist wahrscheinlich weniger national als europäisch, aber das heißt eben trotzdem, dass es nicht eine Sache gibt, an der sich alle orientieren müssen, sondern es heißt eben, das ist und bleibt sehr, sehr unterschiedlich. Und halten müssen sich alle an die Verfassung, das ist wahrscheinlich unstrittig, aber ich möchte nicht, dass wir irgendwie so ein Mainstream-Vorgabe und dann müssen wir alle versuchen, irgendwie so zu werden. Ich habe da jedenfalls keine Lust drauf, irgendwie zu werden, wie mir jemand vorgibt. Aber dass wir Unterschiede in einer gewissen Bandbreite alle gut finden, kann doch auch ein deutsches Leitbild sein. Und dass wir sie dann nicht mehr gut finden, wenn sie zum Beispiel zur Diskriminierung von Frauen führen oder zum religiösen Fanatismus, oder Leute könnte auch von der ein deutsches Ehe ausschließen. Leitbild sein. Ja, darüber gibt es eben eine Leitbilddebatte. Das ist doch gut. Genau darüber wird eine Leitbilddebatte geführt. Da haben wir doch ein sehr schönes praktisches Beispiel. Ist doch super. Spricht für mein Leitbild. Ich weiß nicht, ob es super ist. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Vorstellung davon. Aber das dürfen wir haben. Absolut, absolut. Unbedingt. Gut, ob wir heute Abend mit dem Begriff Leitbild noch groß vorankommen, das sei mal dahingestellt. Sie haben es versucht, Sie haben ihn eingebracht und er wurde zumindest aufgenommen. Ich habe nicht ganz so viele nickende Köpfe gesehen, aber nichtsdestotrotz, die Studie, Leitbild. Also, letztes Thema, bevor ich dann jetzt wirklich, ist die Staatsbürgerschaft. Das ist natürlich ein Thema, das auch aufkam. Reden wir auch noch mal ganz kurz über die Staatsbürgerschaft, Frau Göring-Eckardt. Jetzt hat die SPD ja gemeinsam mit der CDU einen Kompromiss letztes Jahr gefunden, wo die Optionspflicht jetzt entfällt, glücklicherweise. Ja, war das auch nach Ihrem Geschmack? Ist das ein Kompromiss, den Sie gutheißen? Das ist jedenfalls ein kleines Stückchen weiter, aber ich finde, bei der Staatsbürgerschaft sollten wir wirklich gravierend mehr Schritte gehen. Sie haben vorhin gesagt, es sollte eine Turbo-Einbürgerung geben. Da müsste man ja einmal erklären, was damit gemeint ist. Aber Staatsbürgerschaft qua Geburt, ganz zentral. Übrigens auch, ich finde, Sie haben vorhin gesagt, Herr Tauber, dass wir irgendwie so in der Kfz-Zulassungsstelle unsere Staatsbürgerschaft bekommen. Das ist nicht so. Es gibt in ganz vielen Kommunen, in ganz vielen Bundesländern inzwischen, und zwar sehr bewusst, Einbürgerungsveranstaltungen, wo auch deutlich gemacht wird, wir freuen uns, dass ihr jetzt hier seid. Und Hamburg gehört dazu, das ist vorhin erwähnt worden. Also ich glaube, wir sollten klar machen, wer hier ist, wer hier seinen Lebensmittelpunkt hat und wer das möchte, der sollte auch die Staatsbürgerschaft bekommen können.
Und dazu braucht es keine Tests oder irgendwas, sondern dazu braucht es Bekenntnis zum Grundgesetz. Und wie gesagt, wer hier geboren ist, das wäre so das Erste. Das ist, glaube ich, auch absolut symbolisch. Der oder die sollte die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Ich glaube auch nicht daran, dass es dann so einen Gebärtourismus gibt. Das ist ja immer das, was dem entgegengehalten wird. Jedenfalls war das in der Bundestagsdebatte so, als wir das vorgeschlagen haben. Gebärtourismus. Interessant. Das ist nicht mein Wort, aber... Peter Tauber, jetzt haben Sie die Gelegenheit, eine Lanze für Ihren Kompromiss zu brechen. Ich finde die drei Vorschläge, die gemacht worden sind, ganz interessant. Und ich empfehle auch da mal einen Blick in die Länder, in die klassischen Einwanderungsländer zu richten. Und die Frage, ob wir ein Einwanderungsland sind, hat natürlich am Ende des Tages nicht nur was mit den konkreten Regeln zu tun, sondern auch mit der Frage des Verständnisses, wann ist man denn ein Bürger? Und fühlt sich selber so und wird auch als solcher von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen und als Teil gesehen. Das muss ja die Grundidee sein. Und in allen klassischen Einwanderungsländern ist es so, dass die Frage der Staatsbürgerschaft zwar unterschiedlich im Zugang geregelt ist, aber die Erlangung als solche als ein Wert verstanden wird. Und jetzt kann man über das Geburtsrecht gerne reden, aber ob das automatisch zu einem Bewusstsein führt. Und das, finde ich, sieht man ja auch an den gemachten Fehlern von Integrationspolitik in unserer Gesellschaft, dass es eben Kinder in der dritten, vierten Generation gibt, die sich nicht als Teil dieser Gesellschaft fühlen, egal was sie für eine Staatsangehörigkeit haben. Dann muss uns doch das mal fragen, ob dann sozusagen jetzt dieser rein formale Blick auf das Thema, ob der alleine reicht. Und ich glaube schon, dass es ein emotionaler Zugang ist. Und den kriege ich nicht alleine dadurch hin, dass ich sage, hier ist jetzt das Papier und du bist es von Geburt an oder du bist es allein unter den Voraussetzungen, sondern dazu braucht es eben mehr. Und da kann man sehr viel von den Einwanderungsländern lernen. Und klar gibt es Kommunen, die das total gut machen und dann eine Feier inszenieren und eine Wertschätzung und keine Ahnung, gibt es noch ein internationales Fest drumherum und ein Buffet und dann redet jemand und es wird Musik gespielt und vielleicht sogar die Hymne gesungen am Ende. Aber das sind halt die Ausnahmen. Es ist nicht flächendeckend so. Und die Wahrheit ist, da haben wir natürlich erheblichen Nachholbedarf, glaube ich. Also ich glaube auch nicht, dass deutsche Kinder bei der Geburt schon so ganz bewusst deutsch sind. Das ist ja eine große Chance. Aber, und ich glaube, wir sind einfach inzwischen einen Schritt weiter. Also wir haben sozusagen das Blutsrecht. Jemand, der als Russlanddeutsch oder Russlanddeutsche hierher kommt, ist eben automatisch dann ganz schnell eingebürgert und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber jemand, der hier geboren ist, da kann man in Sibirien, also Helene Fischer ist ja das klassische Beispiel, die in Sibirien geboren ist. Und jemand, der hier geboren ist und dessen Eltern hier geboren sind, für den ist es dann schwieriger, da muss es dann erst noch eine Optionierung geben. Also ich glaube, diesen Unterschied noch zu machen, das gehört eigentlich der Vergangenheit an. Also wir haben es auch noch geschafft, Helene Fischer hier noch mit uns. Das war nicht so einfach. Das war wirklich. Das war nicht einfach, aber Sie haben es auf den letzten Drücker noch geschafft. Also wir hatten das vorher keine Diskussion ohne Helene Fischer. Also wir haben das gelernt. Bei der Böll-Stiftung ist es so, ne? Also wir haben gelernt. Liebe geht nicht nur durch den Magen, offensichtlich auch Integration. Und jetzt wäre die Gelegenheit, Ihre Gelegenheit. Und ich habe schon so eine Vorahnung, wer als Erster das Mikrofon bekommen wird. Der junge Mann, der auch schon in Minute 6 den Ball haben wollte, der soll ihn auch bekommen. Ich würde Sie nur bitten, auch im Interesse der Zeit, weil es sicherlich mehrere Fragen, Kommentare geben wird. Fassen Sie sich kurz und super wäre es, wenn am Ende des Satzes ein Fragezeichen geben würde. Okay. Mein Name ist Kerim El-Assadi. Ich bin Schriftsteller aus dem Irak mit deutscher Staatsangehörigkeit. Meine erste Bemerkung, ganz kurz, dass Heinrich-Böll-Stiftung wirklich meiner Meinung nach schon eine Reihe von wichtigen und wunderbaren Themen zur Diskussion bringen kann. Was ich eigentlich dagegen habe, dass wir dieses Thema oder diese Themen gegenüber sehr eilig sind und wenig Zeit haben, das braucht logische Diskussion und Analyse. Und ich bitte darum, wenn es so solches großes Thema gibt, dann geben Sie uns bitte mehr Zeit, das zu diskutieren. Wir leben hier und haben große Erfahrungen mit aller Bescheidenheit gesammelt, das ist wichtig. Meine Bemerkung und meine Frage danach.
Ich sehe zwei Leute, einen von der Regierung und einer von Opposition. Und ich denke, das ist hier völlig richtig, mich zu äußern in dieser Hinsicht. Das ist zweite Migration. Die Menschen, die nach Deutschland kommen und dann nach einem anderen Land gehen und in der Tat gehen müssen, obwohl sie sehr hohe Qualifikationen gehabt haben und obwohl sie auch deutsche Staatsangehörigkeit gehabt haben. Herr Tauber, Sie haben versucht, die Sache zu relativieren. Die Zahl, meiner Meinung und meiner Erfahrung, ich habe keine Statistik, aber ist wirklich groß. Warum ist Deutschland, als souveränes Land, als Bundesrepublik Deutschland, nicht in der Lage, Menschen, die große Talente und große Fähigkeit haben und im Ausland und im Inland sich bewiesen haben, laut Publikationen, wo auch die deutsche Geheimdienst das wissen müssen und sollen, hier im Lande nicht zu behalten? Und warum hört dieses Land nicht auf, die Sache in eigenen Händen zu behalten und mit ausländischen Geheimdiensten in innerlichen Bereichen nicht zusammenzuarbeiten? Hören Sie bitte auf, mit ausländischen Geheimdiensten zu arbeiten. Und betrachten Sie richtig mit offenen Augen, was im Interesse Ihres Landes sein kann. Vielen Dank. Geben wir gleich die Gelegenheit an Herrn Tauber. Aber vielleicht sammeln wir zwei, drei Fragen. Gehen wir einfach mal da durch. Sie sehen genauso viel wie ich. Also wer immer die Hand hat, die junge Dame zum Beispiel hier, nehmen wir jetzt mal gleich dran und dann... sammeln wir zwei, drei Fragen und legen dann los. Bitte. Ich habe eine ganz kleine Verständnisfrage. Und zwar hat Dr. Angenent, heißt er, glaube ich, gesagt und ganz kurz erwähnt, dass die Migration mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen steigt. Das habe ich nicht verstanden. Und dann würde ich gerne mal eine kurze Erklärung zu haben. Von Herrn Angenent. Genau. Okay, dann bringen wir ihn gleich noch mit ein in die Diskussion. Er hatte ja auch überhaupt nicht überzogen. Insofern kann er gerne noch mal mit reinkommen. Nehmen wir noch eine Frage. Vielleicht letzte Reihe, die junge Dame in Rot. Ja, nehmen wir die noch mit und dann... Ich habe sie nicht vergessen. Bitte. Ja, Tatjana Barsi. Ich möchte einmal sagen, in Richtung Herr Tauber, all diese OECD und sonstigen Willkommenskulturgeschichten, also als jemand, der am eigenen Leben 4 Jahre gebraucht hat, ohne irgendwelche Komplikationen eigentlich vorhandene, eine Ehe zu schließen, ich betone eine Zwangsehe, um einen Drittweltstaatler hierher zu bringen, das ist eine Geschichte. Also nur als gelebte Realität, ja. Meine Frage geht eigentlich eher in die Richtung, warum es nicht möglich ist, an der Bildung anzusetzen. Also in der Bildung in dem Sinne auch Ausbildung und diese ganzen Papierlastigkeiten, das übersetzt sich nicht in diese anderen Länder. Ich sehe ganz viele Länder, Menschen aus allen Ländern, die sehr viele Fähigkeiten haben und die auch wirklich einen Beitrag leisten könnten und leisten möchten, aber einfach Ausschlusskriterien. Also die sind so unüberwindlich aufgrund dieser Papierlastigkeiten. Es gibt erste Versuche, das weiß ich, IHKs und so weiter. Es gibt ganz viele Leute, die haben händische Fähigkeiten, wie hier schon gar nicht mehr vorhanden sind. Diese Leute werden gesucht, aber die kommen nie in die Handwerke rein, weil es eben solche Papiere nicht gibt, solche Ausbildungsnachweise nicht gibt. Ne? Also da gibt es erste positive Geschichten und das fände ich interessant zu stärken im Sinne von Co-Kreation statt Integration. Vielen Dank. Also wir schließen die erste Fragerunde, keine Sorge, wir machen gleich noch eine zweite, aber jetzt vielleicht Herr Peter Tauber und Frau Göring Eckert. Sie wurden ein, zwei Mal direkt angesprochen, vielleicht fangen wir gleich hier an. Also die Geheimdienstthematik, wie die mit der Zuwanderung zusammenhängt, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, aber das können wir gleich nochmal im persönlichen Gespräch klären, dass man grundsätzlich
auch darüber reden muss, wie wir gute Leute halten, wie wir auch Leute halten, die hier qualifiziert worden sind, ist sicherlich ein Thema. Auch bei der OECD-Studie, ich habe mich jetzt selber darauf bezogen zweimal. Ehrlich gesagt, ich kenne auch genug Beispiele von Unternehmern, die sagen, ich habe das gelesen, aber ehrlich gesagt, ich sehe es nicht, weil ich habe da einen, den möchte ich gerne holen aus einem Drittstaat und es ist nicht so leicht, wie angeblich behauptet. Die Beispiele kenne ich auch. Ich bin auch Ihrer Meinung, dass wir, wenn wir über Einwanderung in Zukunft reden, nicht nur über die Hochqualifizierten von Ärzten und Ingenieuren reden werden, sondern auch über Einwanderung in relativ, in Anführungszeichen, einfache Tätigkeiten. Trotzdem muss man natürlich eins immer mitdenken und das hat für die Frage der Akzeptanz von Einwanderung in unserer Gesellschaft auch unheimlich viel zu tun. Alle Menschen in Deutschland, die langzeitarbeitslos sind, die jetzt so eine Debatte verfolgen, ob berechtigt oder nicht, gehen da oft nachher mit dem Gefühl raus, aha, wir sind schon abgeschrieben. Die holen alle, die irgendwie was können und die einen Job brauchen, von außen her. Und mir schreiben auch Langzeitarbeitslose, die diese Debatte unter der Chiffre verfolgen. Die sagen, bin ich nichts wert, gibt sich keiner mehr Mühe, mir was zu ermöglichen, mich zu qualifizieren. Das, finde ich, müssen wir immer mitdenken, damit da nicht auch ein falsches Bild entsteht. Also insofern glaube ich, muss beides möglich sein, einen Zugang zu Arbeitsmarkt, zu Perspektiven in unserem Land und gleichzeitig die, die unter welchen Voraussetzungen auch immer es schwer haben und nicht die Voraussetzungen gleich erfüllen, um in der Gesellschaft erfolgreich teilzuhaben, die trotzdem auch in den Blick zu nehmen. Also ich finde, da muss man aufpassen, das wird von den Betroffenen oft auch ein bisschen zynisch wahrgenommen. Das wäre mir noch wichtig, dass man das immer mit erwähnt, zumindest einmal. Ja, das kann man gut mit erwähnen. Wenn man allerdings gleichzeitig alle Förderungen für Langzeitarbeitslose massiv kürzt, muss man sich nicht wundern, dass sie sich dann fragen, ob sie eigentlich vergessen sind. Das liegt sicherlich nur sekundär an der Frage, welche Menschen hierher kommen, sondern primär liegt es daran, dass die Bundesanstalt für Arbeit dafür immer weniger Mittel hat. Aber zu der anderen Frage, Ausbildung, Bildung und Arbeitsmöglichkeiten, das natürlich, wir im Moment keine Zusicherung haben, dass wenn jemand eine Ausbildung anfängt, er oder sie auch tatsächlich 3 Jahre in Deutschland bleiben kann. Das ist eines der Dinge, die ich nicht verstehen kann und die sich dringend ändern müssen. Und ich begreife auch nicht, warum es im Moment jedenfalls bei der Bundesregierung keine Bereitschaft dazu gibt, diese Zusicherung zu geben. Weil die wünschen sich die Unternehmen, die diese Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Das müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Da geht es ja vor allen Dingen um Leute mit geht es ausschließlich um Leute mit einem unsicheren Status. Und das ist einer der Punkte, den könnte man sehr, sehr schnell regeln. Aber seit Wochen sprechen wir darüber und seit Wochen tut sich da leider überhaupt nichts. Und der andere Punkt ist diese Frage Arbeitserlaubnis und wer darf eigentlich hier arbeiten. Ich glaube, das gehört zur Einwanderung auch dazu, dass wir nicht nur für die Hochqualifizierten ermöglichen, dass sie hierher kommen ohne Arbeitsvertrag. Die kasachische Krankenschwester weiß nicht, dass im wunderbaren Land Thüringen, im Thüringer Wald, Krankenschwestern gebraucht werden, sondern die muss hierher kommen können, muss sich dann eine Arbeit suchen und wird sie auch finden und wird dann hier gut unterkommen können. Und das ist für ein Einwanderungsgesetz, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dass wir nicht mehr nur auf die Hochqualifizierten schauen und dass wir den anderen die Möglichkeit geben, ohne Arbeitsvertrag vorher, das ist völlig lebensfremd, hierher kommen zu können. Und dass die dann auch da arbeiten können, wo nicht nur total potente Arbeitgeber sind. Die Uniklinik Essen macht es. Die hat inzwischen in Vietnam ein großes Büro eingerichtet, um Arbeitskräfte anzuwerben. Das geht. Aber das kann eben nur die Uniklinik Essen. Das kann nicht der kleine Handwerker, das kann auch nicht das kleine Krankenhaus. Das können ganz viele nicht. Und deswegen ist da wirklich ein massiver Änderungsbedarf. Herr Tauber hatte eine kurze Replik, hat aber großzügigerweise im Interesse der Zuschauerfragen darauf verzichtet. Das wird dann bilateral geklärt. Bevor ich die zweite Fragerunde hier jetzt eröffne, doch noch kurz das Mikrofon an Herrn Dr. Angenent. Links von Ihnen, die Zeit läuft. Ja, ich bin ein bisschen eingeschüchtert nach dem Hinweis, dass ich überzogen habe. Vielleicht deshalb nur eine ganz kurze Antwort. Also die Frage war, wie hängt eigentlich Entwicklung mit Auswanderungsbereitschaft oder mit Auswanderung zusammen? Und wenn man alle Studien, die es dazu gibt, alle ökonomischen, alle makroökonomischen Studien auswertet, stellt man diesen Zusammenhang fest, den ich beschrieben habe. Je höher das Pro-Kopf-Einkommen, das ist ein Indikator für den Reichtum einer Gesellschaft, je höher das ist, desto höher ist die Auswanderungsbereitschaft, bis das Durchschnittseinkommen eigentlich auf einem Niveau ist von Industriestaaten. Dann kehrt sich das möglicherweise um, dann nimmt die Auswanderungsbereitschaft ab. Ja.
Noch? Also, bevor hier völlig die Kontrolle entgleitet und ich mehrere Stimmen, Ihr Einwurf ist wohlgemerkt, auch den bringen wir gleich bilateral nochmal im Anschluss an die Veranstaltung an. Ich schaue nochmal ganz kurz, weil ich auch letztlich nur ein Angestellter bin, an die Organisatoren. Hier haben wir noch Zeit für eine zweite Fragerunde. Vielleicht noch kurz, ja? Ganz kurze. Also, deswegen wirklich das Plädoyer, kurze Fragen, kurze Antworten. Fangen wir mit dem Herrn hinten an, der hat schon sehr lange die Hand geregt und bitte kurz fassen. Fachkräftemangel ist ja so ein Thema, das hier relativ wichtig war. Ist ja auch so, dass in Europa relativ viele Arbeitslose gibt. Das wurde ja gerade schon angesprochen. In manchen Gegenden sind es ja 50% oder mehr als 50%, vor allem junge Menschen. Müssen wir nicht eigentlich auch daran arbeiten, dass diese Menschen tatsächlich Arbeit bekommen? Müssen wir tatsächlich außerhalb des ETA-Geländes Gebiets sozusagen nach Arbeitskräften suchen? Frau Göring-Eckardt, Sie haben ja die Ärzte angesprochen, die hierher kommen oder einen Arzt im Speziellen. Widerspricht das nicht so ein bisschen der Partei, der Politik der Grünen? Also die Ärzte werden ja eigentlich auch vor Ort gebraucht. Also können wir denn tatsächlich die Ärzte hier nach Europa locken, hier arbeiten lassen? Müsste das nicht eigentlich Ihr Interesse sein, dass hochqualifizierte Menschen auch in den Herkunftsregionen arbeiten, um diese Region tatsächlich entwickeln zu können? Wir haben ja auch relativ viel über Lampedusa-Flucht geredet und da haben Sie ja, Frau Göring-Eckardt oder Ihre Partei, auch eine relativ klare Linie. Ist das denn wirklich fair? Also in manchen Gruppen sind das ja tatsächlich über 90%, die Männer sind und es gibt auch relativ einseitig in manchen Sachen. Ist es tatsächlich fair, dass Leute, die viel Geld bezahlen, hierher kommen, die dann eigentlich gar keine Asylsuchenden sind, müssen wir nicht eigentlich vor Ort mehr investieren als hier in diese Migration? Vielen Dank. Ich werde jeweils eine Frage aus jedem Block noch zulassen. Ali Yildiz, wenn du versprichst, dich kurz zu halten, dann kriegst du jetzt das Mikrofon. Aber du musst wirklich versprechen, dich sehr kurz zu halten. Da soll das Mikro jetzt eigentlich nicht mehr hin, aber gut. Gut, jetzt haben sie gut gemacht. Ich möchte gern von Herrn Dr. Tauber wissen, wann hier die Migranten, wenn sie eingebürgert sind, das Wahlrecht bekommen und wann sie endlich wählen gehen können. Denn das ist ja auch sehr wichtig, dass wir gute Wähler in der CDU für die CDU bekommen. Und zweitens möchte ich gerne wissen, die Bundesrepublik kann ja unmöglich, ich bin ja sehr dafür, dass hier alle Migranten herkommen, aber die Bundesrepublik kann ja nicht alle Migranten hier aufnehmen. Wie ist das quotenmäßig in den EU-Ländern verteilt, migrantenmäßig? Danke. Vielen Dank. Ja, das wird relativ schwer. Haben wir noch eine Dame? Nehmen wir noch eine Dame zum Abschluss hier bitte. Der rechte Block von mir war sehr, sehr ruhig. Aber nehmen wir hier vorne noch die Dame. Ich werde sowieso nicht allen Wortmeldungen gerecht werden. Aber soweit ich weiß, sind unsere Protagonisten im Anschluss noch für Gespräche hier. Bitte. Hallo, Ute Wadura ist mein Name, Dokumentarfilmerin. Ich würde gerne wirklich eine Antwort haben auf die Frage, die Frau Göring-Eckardt gestellt hat. Warum werden Flüchtlinge, also das sind meistens dann Flüchtlinge mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, wenn sie es tatsächlich schaffen, was wahnsinnig schwierig ist, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, wie ist es möglich, dass sie tatsächlich abgeschoben werden? Beziehungsweise warum gibt es diese Öffnung nicht, weil es gibt ja von der Handwerkskammer immer stärker Organisationen, um das durchzusetzen, dass Leute, die hier sind, und man darf eins nicht vergessen, die Leute, die abgelehnt werden im Asylverfahren, bleiben ja, viele bleiben ja auch hier, ja, und für längere Jahre. Warum da nicht ein anderer Zugang ist, ich würde sogar weitergehen, nicht nur für die Ausbildungszeit, sondern auch eine Sicherheit für 2 Jahre, weil sonst würde, wie vor kurzem gesagt wurde, ein Metzger aus Münster würde wahrscheinlich dann niemanden ausbilden. Also ich entschuldige mich bei allen, deren Wortmeldungen ich leider nicht mehr berücksichtigen kann. Deswegen fangen wir gleich an. Frau Göring-Eckardt, sowohl Sie beide wurden angesprochen, fangen wir gleich hier an. Also es macht auf jeden Fall gar keinen Sinn, Leute innerhalb dieses verrückten Dublin-Systems irgendwohin zurückzuschicken. Damit geht es schon mal los, aber ich bin wirklich fest überzeugt, für die Ausbildung braucht es eine Garantie. Aber das war nicht die Frage an mich, sondern die ist die ich auch nicht verstehe. Europa
und die Verteilung innerhalb Europas. Es wird ja viel darüber diskutiert, ob wir nicht besser verteilen sollten. Da ist dann immer von dem Wort gerecht die Rede, gerechte Verteilung müsse es geben. Dazu zwei kurze Bemerkungen. Erstens, das geht dann, wenn wir gemeinsame Standards haben innerhalb Europas. Also wenn man in Bulgarien untergebracht wird und noch nicht mal ein anständiges Auskommen hat, nicht ein eigenes Bett hat und so weiter, wenn es in anderen Ländern so ist, dass es keine Unterkünfte für Flüchtlinge gibt, dann kann ich nicht sagen, da sollen mal bitte gerechte Verteilung greifen, bevor wir nicht diese gleichen Standards haben. Und dann hat die EU ja was vorgeschlagen, dass man geht nach Einwohnerzahl, nach Wirtschaftskraft, nach Arbeitslosigkeit etc. Dazu muss man wissen, dass wir dann ungefähr so viele Menschen aufnehmen würden wie jetzt im Moment. Und dass das nicht dazu führen würde, dass wir weniger aufnehmen würden. Wir sind nämlich, was die Einwohneranzahl angeht, im Mittelfeld. Und da hilft es nichts, mit den absoluten Zahlen zu operieren, sondern da sind wir im Mittelfeld. Und das würden wir so ungefähr auch bleiben, wenn wir so einen ähnlichen Verteilschlüssel hätten, wie wir ihn innerhalb Deutschlands haben. Jetzt ist die Frage dürfen wir überhaupt Fachkräfte abwerben? Was bedeutet das? Herr Angenent hat vorhin eine ganze Reihe interessanter Fakten dazu genannt. Ich will nur zu dem syrischen Arzt sagen, der konnte zu Hause nicht mehr gebraucht werden. Der hatte nämlich weder ein Haus noch irgendwas anderes, sondern der ist als Flüchtling hierher gekommen. Und der wird auch nicht so bald zurückkehren können. Und das heißt nicht, dass wir nicht bei Entwicklungszusammenarbeit mehr machen müssen. Das heißt nicht, dass wir dafür sorgen sollten, Krisenprävention durchzuführen und alles das auch nicht. Da würden wir wahrscheinlich noch eine eigene Veranstaltung hier haben, wenn wir das wirklich ausführen würden. Aber absurd ist es, dass Leute, die hierher kommen und die eine Qualifikation haben, nicht danach gefragt werden und dass Abschlüsse nicht anerkannt werden, obwohl sie in der Tat vergleichbar sind etc. Und da sind die Punkte, um die wir uns tatsächlich kümmern müssen und wo wir unbürokratisch und schnell dafür sorgen könnten, dass Leute hier ein Zuhause haben. Das Schlimmste ist ja in Erstaufnahmeeinrichtungen, in Gemeinschaftsunterkünften die Langeweile. Da sitzt man den ganzen Tag rum und hat nichts zu tun. Und diese Absurdität sollten wir ganz schnell beenden mit Deutschkursen, mit selbstverständlich Schulbesuch, Kita-Besuch etc., aber eben auch mit der Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen und zu arbeiten. Peter Taube. Also der hessische und der bayerische Innenminister, mit denen ich darüber geredet habe, haben mir beide gesagt, es wird niemand, der eine Ausbildung macht, abgeschoben. Wenn Sie Gegenbeispiele haben, okay, in Berlin kann ich jetzt nicht sagen, habe ich nicht gefragt, aber in Hessen und Bayern ist das Praxis. Also die Länder können das rein theoretisch machen, aber Sie haben natürlich recht. Vielleicht ist es gut, wenn man es klar regelt. Jetzt muss man schauen, was der Flüchtlingsgipfel mit den Bundesländern dazu ergibt. Vielleicht gibt es dann da eine klare Regelung, aber die Länder können das machen. Dem Handwerk und den ausbildenden Betrieben da eigentlich schon eine Sicherheit geben. Ich will noch mal gerne zu dem anderen angesprochenen Punkt was sagen und der Frage, was richten wir damit sozusagen in den Ländern an, aus denen Menschen zu uns kommen? Also auch mit Blick auf Europa und die Krisen in anderen Ländern. Das ist ja vordergründig erstmal in Anführungszeichen nett, wenn die Arbeitslosigkeit woanders in Europa hoch ist, wird sie über die Freizügigkeit rein theoretisch zumindest reduziert, weil die Länder mit einer guten Arbeitsmarktsituation dann den Menschen dort eine Perspektive geben könnten. Es funktioniert dann teilweise auch, wenn man sich in Berlin umschaut, gibt es unheimlich viele Menschen aus Spanien und Portugal, die in Berlin arbeiten, gerade in der ganzen Start-up-Szene und so weiter. Die Wahrheit ist aber natürlich, wenn man das einfach so weitermacht, verschärft man die Krise in diesen Ländern, weil die alle eine ähnliche demografische Entwicklung haben wie wir und dann die junge Generation dort irgendwann fehlt, wenn die Wirtschaft wieder läuft. Auch da wird man sagen können, durch die Freizügigkeit in der EU regelt sich das in Anführungszeichen von selbst. Wenn wir in einer schwierigen Situation wären, hätten auch junge Menschen aus Deutschland wahrscheinlich woanders in Europa eine Perspektive. Das ist ja auch ein Bereich, der uns massiv von allen klassischen Einwanderungsländern unterscheidet, die diese Freizügigkeit nicht als äquivalent haben. Und dann gibt es natürlich einen zweiten Punkt, und auch da würde ich mich jetzt ungern an den klassischen Einwanderungsländern orientieren. Ist ja vorhin auch gesagt worden, Kanada zum Beispiel diskutiert es im Parlament und dann legen die Quoten fest. Und dann legen die aber für alles Quoten fest. Und nicht nur für die Migration in den Arbeitsmarkt, sondern die sagen dann halt auch 30.000 Flüchtlinge. Ende. 30.000, der Erste hat Pech, der kommt nicht nach Kanada. Das geht bei uns gar nicht aufgrund des Asylrechts und auch unserer geografischen Lage. Kanada hat da andere Voraussetzungen. Das muss man aber
auch bei der Übersetzung von Regeln und der Frage, was kann man woanders adaptieren und übersetzen für uns, eben immer ein bisschen mitdenken, sodass ich glaube, dass es einerseits gut ist, dass wir künftig immer überall schauen, was machen andere, was können wir von denen lernen, aber dass wir andererseits uns eben auch bewusst sein müssen, wir haben in Europa und auch in Deutschland eine spezielle Situation, die müssen wir auch abbilden. Also 1:1 abschreiben, wie das manche in der Debatte jetzt in den letzten Monaten auch getan haben. Herr Oppermann hat das ja mit seinem Papier gemacht, einfach mal das kanadische Punktesystem auf uns übersetzen. Das wird halt auch nicht funktionieren. Und nochmal, ich glaube nicht, dass wir auch eine Veranstaltung machen, wo wir danach fertig sind und sagen, jetzt haben wir es ja diskutiert und so ist es jetzt geregelt. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft auch lernen, das Thema begleitet uns mindestens die nächsten 20 Jahre intensiv. Und je mehr darüber geredet wird, desto besser wird es gelingen. Also mindestens 20 Jahre. Diese Thematik wird uns mindestens 20 Jahre noch begleiten und ich denke, es ist ganz klar, dass wir an einem solchen Abend, trotz der vielen Punkte, die wir besprochen haben, natürlich nicht zu einem abschließenden Ergebnis kommen können. Ganz im Gegenteil, wir haben einige Punkte angestoßen und bezeichnen wir es einfach als den ersten Dialog von vielen, die noch folgen werden. In diesem Zusammenhang einen großen Applaus und recht herzlichen Dank an Herrn Peter Tauber und Katrin Göring-Eckardt. Und bevor ich natürlich im Namen unserer Gastgeber jetzt noch zu einem Empfang einlade, eine solche Veranstaltung ist im Vorfeld sehr arbeitsreich und intensiv, deswegen auch hier nochmal ein großer Applaus an Katharina Senge von der Konrad-Adenauer-Stiftung und Mekone Meskena von der Bild-Stiftung, die wie ich finde, eine... vielen Dank, das ist... vielen Dank, Herr Füchs, die 10 Euro haben Sie verdient. Wir werden gleich noch im Anschluss drauf kommen. Abgemacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht an anderer Stelle, vielleicht dann bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in gleicher Besetzung. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.